Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt startet unser Mittwochduell wirklich. Peter Westenthaler ist da, Josef Czapp ist da, Sie sind da, das freut uns besonders. Und wir freuen uns da über Ihren regen Zuspruch, über die Quotenrekorde, die wir haben. Merci. So, heute wird es besonders spannend, denn wir wissen, Sie haben heute alle aus einem ganz bestimmten Grund aufgedreht. Alles diskutiert über Peter Westenthaler. Wer hätte das gedacht? Der Peter, der da immer sein Zuckergoscherl auffährt in Fellner Live, ist plötzlich hochseriöser ORF-Stiftungsrat, benannt von einer Partei, mit der er nie was zu tun gehabt hat, wie wir hier wissen, nämlich der FPÖ, stimmt Sie, Josef? Ja. Der nie auch nur in Verdacht geraten, ja, FPÖ nahe zu sein. Ja. Wird jetzt in Zukunft dem ORF auf die Finger klopfen? Viel Aufregung, darf er das überhaupt? Darf jemand, der hier einmal in der Woche diskutiert, überhaupt ORF-Stiftungsrat sein? Darf der Peter Westenthaler ORF-Stiftungsrat sein? Bringt er den ORF um? Darf jemand, der den ORF umbringen will, Stiftungsrat sein? Jetzt kann er endlich einmal selber dazu Stellung nehmen. Peter, sag einmal, wie siehst du die Diskussion über dich? Wie siehst du den Streitfall, ob du als Diskussionsteilnehmer hier ORF-Stiftungsrat sein darfst? Und was gedenkst du dort zu tun? Wirst du den ORF umbringen, wie viele jetzt vorstellen? Ich werde überhaupt niemanden umbringen. Ich finde es teilweise amüsant, teilweise auch ernst und teilweise, wie gesagt, amüsiert mich das. Ich habe jetzt in 48 Stunden 3.500 Reaktionen, die positiv waren, bekommen über Social Media, als Anrufe, als Mail, die mir gratuliert haben. Dankeschön für die positiven Worte. Und ich habe eigentlich auch beobachten können, wie ich da empfangen werde in der Arena, wenn man so will, jetzt nach mittlerweile 11 Jahren, wo ich nicht mehr in der Politik war und seit 20 Jahren ja nicht mehr auch in der FPÖ. Und das ist schon bemerkenswert. Wir haben jetzt gehabt in den letzten Wochen, erinnert sich, Diskussionen, sehr ernste Diskussionen, wie geht man miteinander um, medial, was kann man noch schreiben, auch auf Social Media. Da hat es gegeben den Fall einer Journalistin, die man da weggemobbt hat, die sich etwas fast angetan hätte, Gott sei Dank nur fast. Und da haben dann alle gesagt, gerade im linken Bereich, da müssen wir auf die Bremse steigen und wir müssen einen besseren Umgang miteinander. Naja, wenn ich mir anschaue, das Echo aus der linken Medienwelt, genau. Das darf ich jetzt nur kurz ein paar Worte, wie ich jetzt in den letzten 48 Stunden seit bekannt geworden ist, dass ich in den Stiftungsrat komme, als was ich bezeichnet worden bin. Pass auf, Ingenieur des Grauens, er will heim ins Kickelreich, der Bösewicht, die Abrissbirne, der Rambo, der Krawallrhetoriker, der ORF-Intrigant, der Verschwörungstheoretiker, das ist fast eine Auszeichnung, weil die haben meistens recht, Verschwörungstheoretiker. Jetzt kommt der Tiervergleich, der maximale Rottweiler, das hat einer am Montag gesagt, der auf deinem Sitz da sitzt, der Bedroher von Menschen, der ärgste und brutalste ORF-Intervenierer, den es gibt und eine dubiose Figur. Das ist das Welcome-Konzert der Linken. Da ist es völlig wurscht. Also da wirst du durch Sonne und Mond, ich habe nicht einmal noch einen Finger, bin nicht einmal noch bestellt. Man sucht ja noch die vereinte Viererbande der anderen Parteien, versucht mich ja noch zu verhindern. Das geht ja so weiter. Das heißt, dann kommt plötzlich eine gescheiterte Staatssekretärin, sie heißt Dutzda für die Leute. Mina Dutzda um die Ecken und verlangt eine Prüfung. Das muss geprüft werden. Das kann doch nicht sein, dass der Westenthaler bei OE24 Da muss man ja dann zusagen, wenn sie zuschaut, und sie wird ja wahrscheinlich zuschauen, die Frau Dutzda, war ganz nett gewesen, sie hätte sich vorher erkundigt, ob der bei uns ein Dienstverhältnis hat. Natürlich hat der Herr Westenthaler hier kein Dienstverhältnis. Er ist, um die Frau Dutzda zu beruhigen, auch nicht bei uns beteiligt, weil sie ja gemeint hat, er ist vielleicht Gesellschafter bei OE24 TV. Ist er auch nicht. Er hat auch keinen Vertrag, um das klar zu sagen. Er ist ein Diskussionsteilnehmer und das wird er hoffentlich in dem Land so wie der erlaubt. Josef Czapa und wie viele andere. Genau. Also das wird ja noch möglich sein. Also nicht, ist auch im Gesetz nicht verboten und die Frau Dutzda und alle, die jetzt da irgendwie die Nase rümpfen, ich habe das Gesetz, nur dass ja jeder weiß, 2001 geschrieben mit den Unvereinbarkeiten, gemeinsam mit Andreas Kohl und mit dem Josef Czapa haben wir damals eine Reform des Rundfunksrechts gemacht und die neuen Unvereinbarkeiten eingeschrieben. Das heißt, ich käme recht gut aus mit den Unvereinbarkeiten und da steht nichts drinnen davon, dass man nicht in einem anderen Sender als dem ORF auftreten dürfte, weil das war ja überhaupt in einer Demokratie ein Wahnsinn. Also es ist rechtlich alles geprüft, alles konform und jetzt versucht man halt mich noch zu verhindern, möglicherweise über den 7. März hinaus, weil da ist die nächste Sitzung. Ja, da wollen sie mich noch verhindern. Das ist ein Sitz, der ist demokratiepolitisch aufgrund der letzten Nationalratswahlen
geregelt, da ist eine bestimmte freiheitliche Partei und die haben sich entschieden, mich dort hineinzusenden. Soweit so unspektakulär. Aber dass das so ein Wirbel erzeugt. Du erlebst also jetzt das, was derzeit in linken Medien als Jagdgesellschaft im Fall Föderl-Schmidt, auch wenn man sagen muss, es ist jetzt nicht so tragisch, weil du holst das schon aus. Ich halte das schon aus. Aber es kommen gewisse Dinge aus deiner Vergangenheit, es werden Postings geschrieben, die absolut unter jeder Sau sind. Man sieht diese Doppelbödigkeit und auch diese Heuchelei. Auf der einen Seite, wenn es eine Linke betrifft, um Gottes Willen, dann müssen wir vorsichtig sein. Wenn es einen von der anderen Seite erwischt, nur weil er nominiert wird für einen Stiefel, noch gar nichts gemacht. Nur weil er nominiert wird für einen Stiefel, wirst du durch Sonn und Mond geschossen, nur dass das Zeug so hält. Und das ist halt eine sportliche Herausforderung, die mich da jetzt da überkommt. Und deswegen wird es notwendig sein, im ORF da ein bisschen umzurühren. Und das ist meine Aufgabe, die ich dort habe, und diese Zwangssteuer wegzubekommen, die jetzt die Menschen per Lockschein einzahlen müssen und ein bisschen auch uns die Gehälter dort anschauen und vor allem für einen objektiveren Rundfunk zu sorgen. Das ist ja die Aufgabe. Was heißt umzurühren? Weil das ist ja eine gefährliche Drohung. Nein, es ist keine gefährliche Drohung. Der ORF braucht das. Der ORF braucht Erneuerung. Der ORF braucht Leben. Der braucht neue Ideen. Schau, was wollen wir denn alle haben? Und ich glaube, da treffen wir sie schon wieder alle. Wir wollen eigentlich einen ORF haben, der einen guten Ruf hat und auf den man stolz sein kann. Das ist ein österreichisches Unternehmen. Und beides ist im Moment nicht der Fall. Ich kenne genügend Mitarbeiter, im Übrigen habe ich meine Tür aufgemacht, jeder Mitarbeiter kann sich bei mir melden, hat Persönlichkeits- und Informationsschutz, wird nichts weiter gesagt. Ich bin offen, als Stiftungsrat kann sich jeder bei mir melden. Es haben sich auch schon welche gemeldet und die fühlen sich im Moment da nicht wohl, weil es ein Unternehmen ist, und jetzt sind wir bei der politischen Frage, das eine politische Schlagseite hat. Und ich denke mir halt, ein ORF hätte ja Äquidistanz zu allen Parteien und nicht nur zu einer, in dem Fall zur FPÖ, und wird umfunktioniert als Propagandainstrument in einem Wahlkampf. Wenn das nicht wäre, hätte der ORF einen besseren Ruf. Und im Moment ist es halt so. Im Moment ist es so, dass der ORF tatsächlich eine Propagandamaschinerie ist und kein Informationssender. Der ORF sollte zwei Dinge machen. Er sollte informieren, objektiv, und er sollte für Unterhaltung sorgen. Wenn er das macht, werden ihm die Menschen auch wieder mehr anschauen. Im Moment ist es so, Entschuldigung, nur ein Beispiel. Dort treten seit Wochen, jede Woche mindestens einmal, ein als Wissenschaftler oder pseudowissenschaftlicher Forscher, Rechtsextremismusforscher, getarnter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin auf und schüttet dort den Kübel immer nur über eine Partei, immer nur über die FPÖ und über den Herbert Kickl. Und leider gibt es Google heutzutage. Es ist ja leichter als in meiner ersten Zeit, als ich im Stiftungsrat war, da hat es noch nicht gegeben. Und wenn du dann diesen unabhängigen Forscher, zum Beispiel die Frau Götz, die jetzt vor kurzem aufgetreten ist, die als Extremismusforscherin auftritt, wenn du sie googelst, kommst du auf einmal drauf, die war Spitzenkandidatin der KPÖ von Kärnten und arbeitet in der Grünen Bildungswerkstätte. Und sowas geht nicht. Die kann meinetwegen jeden Tag auftreten, aber dann muss der ORF im Rahmen des Objektivitätsgesetzes drunter schreiben, das ist eine Politikerin, das ist eine KPÖ-Kandidatin oder eine grüne Aktivistin. Dann kann die ja dort sagen, was sie will. Politische Klarnamenverpflichtung nenne ich das. Und das ist nur ein Beispiel. Also das geht so weiter, das muss verändert werden. Und alles, was das Finanzielle anbelangt, da haben wir im März eine Sitzung. Da geht es um die Offenlegung, Transparenz der 400.000-500.000 € Gehälter. Na, das geht halt auch nicht, wenn ich auf der anderen Seite den Menschen per Zwangssteuer das Geld aus der Tasche nehme und mit dem Geld dann 450.000-500.000 € Gehälter finanziere, dann passt was nicht. Und das muss man sich auch. Also über deine Pläne, vor allem Zwangssteuer, reden wir noch. Aber jetzt kommt erst der Josef dran. Ich freue mich ja schon, wenn nächste oder übernächste Woche dann die SPÖ bekannt gibt, dass auch Josef Czab in den Stiftungsrat einzieht. Ja, das wäre ja überfällig, Josef, oder? Also, du erinnerst an das Jahr, glaube ich, 2005 oder 2006. 2001 war es. Von 1999 bis 2001. Ja, genau. Na gut, da kam aber überhaupt ein neues Gesetz damals. Ja, und die erste Veränderung. Ihr beide dort, ja. Genau. Und wir waren im Kuratorium und sind gemeinsam dort gesessen, haben dann unsere Sträuße ausgefochten, aber vieles auch gemeinsam dort gemacht und haben dann in der Folge dafür gesorgt, darf ich schon jetzt in dem Rahmen sagen, auch an die berühmte Jagdgesellschaft, ohne dich und ohne mich hätte es 15 Jahre Alexander Brabetz als Generaldirektor nicht gegeben im ORF. Und ich muss sagen, das, was er da in dieser Zeit geschafft hat, ist herzeigbar. Der Brabetz ist herzeigbar. Und würde aber jetzt, macht jetzt keinen Sinn, über das zu schwärmen, denn jetzt gibt es einen neuen Generaldirektor. Und es ist in der Tat wirklich so, du drehst den Apparat auf und es grinst dir dauernd irgendein ÖVP
Vertreter, Mandatar, Regierungsmitglied ansagen. Es war sich dort, die haben aufgrund der Umfragen ein gesteigertes Informationsbedürfnis, ja, und wollen natürlich möglichst viel da aufmarschieren. Also so gesehen, in dem Sinn, glaube ich, ist es ganz gut, wenn da drinnen ein bisschen eine lebendige Debatte. Würdest du auch aufräumen, wenn du Stiftung hast? Nein, das ist ja, ich war lange im Kuratorium. Ich habe als Medienpolitiker natürlich meinen Beitrag geleistet an der Entwicklung des ORF, beziehungsweise generell in der Medien in Österreich. Manches ist gelungen, manches weniger gelungen, aber das ist sozusagen nicht mehr in meinem, habe ich nicht mehr im Radar. Also dich juckt es nicht? Nein, mir juckt es nicht und wir vor allem mit Interesse beobachten, wie der Peter Westen da wahrscheinlich dort versuchen wird, auch die Hörerinnen und Hörer, die Seherinnen und Seher, vielleicht sogar ein bisschen parteiunabhängig zu vertreten. Also nicht erst beim Kickl anrufen und sagen, Herbert, was willst du? Ich kann was tun für dich, ja. Sondern in ihm so an. Stellst du das vor. Die Stiftungsräte sind ja per se unabhängig. Ja. Natürlich, natürlich. Also ich, na klar, so wie die Abgeordneten und wie alle anderen auch. Und das ist, und daher... Sehr daher, lustig. Du bist aber gut zu scherzen. Ja, ich bin echt richtig auf Humor eingestellt. Ja. Und daher werde ich das mit Interesse beobachten. Wir werden auch hier, wir sollten da immer wieder ein bisschen reflektieren, was hier passieren kann. Weil wir sind ja sozusagen, ich bin ein virtuales System, es ist der öffentlich-rechtliche Existenzperspektive haben und natürlich die privaten. Ja. Wenn die was Öffentlich-Rechtliches machen, sollen sie dafür was haben. Das habe ich schon x-mal da gesagt. Also da werden wir dann oft vielleicht ein bisschen reflektieren. In manchen Fragen werden wir einer Meinung sein, in manchen werden wir nicht einer Meinung sein. Das ist ja okay. Genau, auch den einen oder anderen Anschlag von Mensch zu Mensch. Du wirst das, was der Peter Westenthaler dort von sich gibt, hier entsprechend kritisch kommentieren. Oder ich werde ihm sagen, also Peter, das hätte auch von mir kommen können. Also werden wir sehen. Ja, wie siehst du denn die Art und Weise, wie er empfangen wurde? Wurde er da wirklich von einer Jagdgesellschaft sozusagen erlegt oder attackiert oder soll er nicht so empfindlich sein? Was würdest du sagen? Ist ganz einfach. Ich halte von diversen Jagdgesellschaften und ihrer Rhetorik und ihrer Sprachakrobatik gar nichts. Das ist kontraproduktiv. Das ist in einer Demokratie, die ein bisschen auf Würde, Respekt und ein bisschen auf und so weiter Wert legt, hat das keinen Platz. Ist aber eine Sache, die auf beiden Seiten, also jetzt nicht von Peter Westenthaler, aber von beiden Seiten auch immer wieder zu berücksichtigen. Ist ja spannend, wenn du das sagst, weil ja dein linkes Lager prinzipiell der Meinung ist, die Jagdgesellschaft befindet sich auf der rechten Seite. Auf beiden Seiten. Bei den Schmitz, Expressens, sogar manchmal bei den Boulevardzeiten. Ja, das sowieso. Also medial gibt es natürlich auf der rechten Seite natürlich auch eine Jagdgesellschaft. Worauf ich immer achte, ist, dass die Parteien, die im Parlament vertreten sind, oder die, die demnächst im Parlament sein wollen, dass die eine Sprache haben, die dann sozusagen für den Tag nach der Wahl die Möglichkeit bietet, dass man miteinander reden kann, dass man vielleicht miteinander gemeinsam was machen kann. Aber wenn man nicht in der Regierung ist, kann man indirekt mitregieren, indem man gemeinsame Beschlüsse im Parlament macht. Aber ich brauche eine gewisse Grundsprache. Das ist von der blauen Seite nicht immer der Fall gewesen, dass das wirklich korrekt war. Und du meinst, das fehlt derzeit in den Medien? Ja. Meinst du das? Das fehlt in den Medien? Oder was ist deine Meinung? Ja, meine Meinung ist die, also ich brauche nicht Medien, die sozusagen mit der Kirchenzeitung konkurrieren, ja, in der Sprache und das sozusagen nur salbungsvoll und nur quasi Urbe et Orbe. Ja. Aber ich finde, wenn man haben will, dass in dem Land gemeinsam was erreicht werden soll, was ändern soll, wenn man wirklich, dass Österreich ein Beispiel, ein Modell weit über die Grenze hinaus ist, dann sind wir gut beraten, dass wir die Art und Weise, wie wir den Weg suchen, zwar die kontroversen Ausdrücke, aber dann letztlich miteinander, mit einer Sprache und mit einem Einfühlungsvermögen den Weg gehen, der für Österreich das Beste ist. Und da gehört das insofern mit ORF dazu, denn ich will nämlich nicht haben, dass wir dominiert werden von Google, von den deutschen Medien, von was der Teufel, oder? Und das meine ich aber sowohl auf die Privaten bezogen, wie auch auf den ORF bezogen. Es muss sowas ein Österreich-Effekt da sein. Da bin ich irgendwie ein ziemlicher Österreicher. Es ist Aber schau, Josef, darf ich noch das ergänzen? Der Josef und die sitzen jetzt das sechste Jahr da. Wie wir jetzt auch nochmal feststellen, natürlich ohne Dienstverhältnis, das gehört auch nochmal gesagt, auch wenn es die Frau Dutz da nicht wahrhaben will. Auch ohne Gesellschaftsverhältnis und auch ohne Vertrag. Also alles gesetzlich. Auch ohne Vertrag. Jetzt sitzen wir sechs Jahre da und in diesen sechs Jahren, wo wir beide durchaus auch konfrontativ diskutiert haben, aber auch andere kritisiert haben,
Wäre uns in diesen 6 Jahren nicht nachzuweisen, dass wir einen dieser 12 Formulierungen, die mich jetzt in 48 Stunden betroffen haben, auch nur annähernd. Das ist ja das, was die Zuschauer nicht so schätzen. Ins persönlich Verletzende, ins Abwertende, ins Diffamierende. Ekelig. Das ist wirklich ekelig. Und von diesen 12, die ich jetzt vorgelesen habe, sind 10, sagt mir Anwalt, klagbar. Der kommt schon mit 7. Was ist das, Standard und Falter? Oder um was? Das ist Falter, das ist Standard. Das ist leider auch der gute Herr Misik, der eine Kanonade gegen mich losgelassen hat am Montag. Möge sein, ich habe den noch nie was gemacht. Okay, aber das ist halt alles links. Das sind halt schon Dinge, wo du denkst, warum eigentlich? Was ist da so verhärtet oder verhärmt? Oder ich weiß nicht, hat man nicht überlegt, dass mittlerweile 20 Jahre ins Land gezogen sind, seitdem ich nicht mehr dabei bin? Oder ich weiß es ja nicht. Ja. Aber ist ja egal. Ich nehme das auch, nochmal, ich nehme das auch recht sportlich, obwohl man das alles glauben könnte. Ich meine, da sind ja Dinge dabei, das ist ja unglaublich. Und du hast noch nicht die Postings zitiert. Naja, bei den Postings schaue ich nicht so hin, weil das ist sowieso ein Punkt, der zu klären gilt. Da muss der Standard sehr aufpassen, ja, weil diese Posting-Line vom Standard, da ist ja jedes zweite klagbar. Das ist ja eigentlich unfassbar. Also das war teilweise unfassbar, was da über dich und steht. Ja, ich meine, es gibt auch einen Paragraph 113, den sollten Sie mir auch anschauen, das zu erklären. Also es wird ja nicht einmal mehr die Chance gegeben, etwas zu machen. Bevor du anfängst, wirst du diffamiert und niedergemacht. So, und das ist jetzt geben wir dir die Chance und jetzt wollen wir wissen, was sind für dich die wichtigsten Punkte in diesem Stiftungs? Naja, das Allerwichtigste. Was willst du ändern? Was willst du ins Positive drehen? Das Allerwichtigste ist, dass der ORF wieder einen guten Ruf bekommt, dass er wieder ein stolzes Flaggschiff dieses Österreichs wird. Dazu sind auch die Stiftungsräte da mitzuhelfen. Und das ist einerseits auf der wirtschaftlichen Seite. Es ist nicht erklärbar, dass in einer Zeit wie diesen, wo alle sparen müssen und wo Medienunternehmen abbauen, weil sie einfach kein Geld mehr haben, was immer schlimmer wird. Heute der Kurier, haben wir erfahren. 40 Leute weg. Ja, also das ist alles sehr bedenklich. Und der ORF holt sich vom Gebührenzahler jedes Jahr rund eine Milliarde, kann man sagen, mit Zwangsgebühren und finanziert da Gehälter jenseits der 400.000 und 500.000, mittlerweile ja nicht nur für Manager, sondern auch für Moderatoren. Das muss man sich alles einmal vorstellen, was die dort abkassieren. Das ist einfach in dieser Zeit wie heute nicht mehr argumentierbar. Und da werden wir in der März-Sitzung nicht nur für Moderatoren, auch für Social, wie nennt das, Social Public Affairs? Social Public Affairs, Manager. Auch für die vorgeblich Gutes tun und Spenden einholen. Aber das ist ja alles unglaublich. Und das muss man sich einmal anschauen. Plus, was das zweite große Thema ist, dass ja die alle, und das kommt ja noch dazu, nicht nur das Cash vom ORF, also vom Gebührenzahler, sondern auch Nebenbeschäftigungen haben und dann noch einmal hinlangen. Also was ist jetzt mit Nebenbeschäftigungsverboten etc.? Der berühmte 500.000-Euro-Moderator verdient ja vermutlich nur mal 300.000 bis 400.000 mit Soletti und irgendwelchen Der sitzt ein paar Stunden in der Früh. Die einzige wirklich große Leistung ist, dass du um 3 in der Früh aufstehen musst. Für den, ja, ist nicht Ordnung, lustig. Ist nicht lustig, aber dann sitzt er halt und führt Schmäh im Wesentlichen. So, das ist dann sein Tagesablauf. Der soll auch gut bezahlt sehr werden. Ist er, aber da nicht in der Dimension. Und dann macht er noch ein paar mit Werbeaufträgen auch noch ein paar. Also das ist alles, ich würde es keine Namen nennen, ich will niemanden diffamieren, ich will das System aufzeigen, das falsch ist. Das ist einmal das Wirtschaftliche. Und das Zweite ist, also diese Zwangssteuer muss weg. Das Ziel ist, spätestens in einem Jahr wird die weg sein, davon gehe ich aus. Wird die weg sein? Wird die weg sein, ja. Also sie wird nicht ein vorausgesetzt, Jahr... Vorausgesetzt, die ÖVP, die FPÖ... Schaut, der Herbert Kickl ist... Kann die Regierung ja, dominieren. Der Herbert Kickl hat gesagt, komme ich in die nächste Regierung, ist das Erste, was ich mache, ich schaffe diese Steuer wieder ab. Das ist eigentlich nicht nur ein tolles Wahlmotiv für alle Gebührenzahler, sondern ein Versprechen, das relativ leicht umzusetzen. Braucht einen Koalitionspartner. Die wird er keinen finden. Naja, ich darf daran erinnern, dass in Schwarz-Blau 1 das im Koalitionsübereinkommen, nämlich mit Strache und Kurz, drinnen gestanden ist. Die Abschaffung der ORF-Gebühren, die Finanzierung aus dem Budget, das ist schon drin gestanden. Und wenn ich mal jetzt den Kurz, da kommen wir dann noch den dritten Teil dazu. Kurz, sehr interessant, nicht? Auf die Frage im Krone-TV, ich mache jetzt keine Werbung, hat er gesagt, was ist, wenn der Kickl Kanzler wird, hat der Kurz gehabt, dann ist das Demokratie. Ui, ist ein ganz anderer Ton wie der Nehammer. Also der bereitet sich da schon. Aber beim ORF, und das Zweite oder das Wichtigere ist, der ORF hat ein Objektivitätsgebot im Rahmen eines Rundfunkgesetzes. Darf ich nur kurz bei der Haushaltsabgabe? Bitte. Also die Haushaltsabgabe soll abgeschafft sein, dafür wirst du als Stiftungsrat kämpfen. Das ist ein Problem, weil damit fällt dem ORF von einem Tag auf den anderen
zumindest 500 Millionen Euro. Ist die Hälfte von seinem könnte eine Empfehlung aussprechen, könnte sagen, das ist eigentlich heutzutage ein Anachronismus, dass man den Menschen in einem freien Land, in einer freien Demokratie zwangshalber eine Gebühr aus dem Börsel rausstiehlt. Ja, also das kann ein selbst sich ernst nehmendes Unternehmen nicht machen. Und dann muss man halt sagen, geht zur Regierung und verhandelt mit der Regierung die Finanzierung eines Teils dieses Geldes, nicht so viel, weil meiner Meinung nach ist das auch zu viel, die Milliarde, aus dem Budget, so wie das in vielen anderen Ländern schon funktioniert. Und den anderen Teil, mit Verlaub, soll sich der ORF selbst auch am Markt finanzieren. Der soll, ORF 1, nicht mit Verlaub, ist ein Privatsender mittlerweile. Da spützt die ganzen alten Serien, die sich kein Mensch mehr anschaut. Das ist ja nichts anderes wie ein schlechteres Netflix, was du dort jetzt im Moment siehst vom Programm. Netflix ist ja gut, das ist schlecht. Na, dann soll er halt ein Gebührenfernsehen machen für ORF 1 und wer es sehen will, soll halt zahlen. Soll er eine Box hinstellen oder ein Netflix-System. Sie werden merken, leider werden da nicht viel zahlen, weil das schaut sich keiner mehr an, das im ORF 1. Das ist die 17. Aufwärmung von Malcolm mittendrin und alles, was da geht. Das will keiner mehr sehen. Das heißt, der ORF muss sich auch zu einem Teil am Markt beherrschen und muss sehr gewinnen. Und solange er das nicht tut, wird er nicht besser werden. Das heißt, eine in dem Fall auch duale Finanzierung, ein bisschen privat und ein bisschen aus dem Budget, aber keinesfalls Bürger mit Zwangsgebühren transalieren oder zu welche, die gar nicht den ORF schauen. Das gibt es ja auch, Hunderttausende. Also die junge Generation, meine Tochter und die noch jüngeren, die schauen überhaupt nicht mehr ORF. Gut. Die schauen nur mehr Stream. Okay. Also das sind sinngemäß deine Ansagen. Wenn du jetzt übernächste Woche oder so mit dem Peter Westenthaler dann im Stiftungsrat sitzen solltest, was würdest du sagen, wenn der Peter Westenthaler das Ende der Haushaltsabgabe fordert? Zuerst einmal müsste ich lang warten, bis ich auf der Rednerlisten drankomme, weil dort gibt es halt zwei Drittel mehr der Regierung, der ÖVP. Es ist ein reines ÖVP-Gremium mittlerweile, das hat sich die ÖVP so gerichtet. Also die hat dort die Macht komplett übernommen und wird dort versuchen, das auch einzusetzen für die nächsten Wahlen, die da in Österreich stattfinden. Schau, ich habe da etwas andere Auffassung. Ich finde die Finanzierungsgrundlage des ORF war bislang eine nicht ungeschickte, aber es haben immer weniger Leute eingezahlt, weil immer weniger Leute einfach am Laptop geschaut haben oder so. Das ist halt einfach so. Gut. Das Zweite ist eine Haushaltsabgabe, die Regierung eigentlich für die ein anderes Modell gehabt, die hätte eine Streaming-Abgabe versucht zu machen, wo eben die, die am Laptop das konsumieren, dass man die versucht zu verpflichten, dass die einzahlen. Das ist nicht gekommen, also haben die Haushaltsabgabe gemacht und jetzt werden wir sehen, wie das halt weiter abläuft. Aber du wärst dafür, dass das bleibt oder du würdest den Westen alle unterstützen, dass das abgeschafft wird? Ich bin dafür, dass ein Modell ist, dass der ORF seine Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Funk, Rundfunk und Fernsehen erfüllen kann. Dafür wieder, er muss natürlich nachweisen, was er dafür an nötigen Mitteln benötigt. So. Und damit es aber die im Wettbewerb, erst einmal, man kann ja sagen, er soll es vom Markt holen mit den Inseraten. Man muss aber bei den Einschränkungen natürlich das ein bisschen reduzieren, damit er mehr verdienen kann am Markt. Und das Einzige, was mir besonders wichtig ist, dass wir nicht eine deutsche Medienkolonie sind. Ich sage das immer wieder. Ja. Ob da, die haben da ihre Werbefenster, ziehen wer vom Werbekuchen in Österreich was ab und bewerben in Österreich die ganzen deutschen Sender, auch mit ihren Dependancen, die sie da haben, und kassieren da dick fett ab. Also das ist sozusagen mein, unter Anführungszeichen, Feindbild in dem. Und der ORF muss halt jetzt nachweisen, was er da... Und es gibt welche, die sind wahrscheinlich so wie an vielen anderen Orten auch etwas, wie soll man sagen, generös bezahlt. Und dann gibt es auch welche, die man Marktwert. Also wenn du einen sogenannten Supertypen vom ORF anwerben willst für ein anderes Medium, hat er einen Marktwert. Und entweder zahlst du den Marktwert oder er kommt nicht. So ist ganz einfach. Also da muss man ein bisschen differenzieren, wie das heißt. Aber weißt du, was dieser Vorteil wäre, wenn man sagt, man finanziert überhaupt, das ist ja nicht nur der ORF. Ja, das Budget eigentlich ist hakelig. Na Moment. Schau, eine Regierung muss doch den Anspruch haben, ich möchte in unserem Land Fernsehen möglich machen. Fernsehen ist aber nicht nur öffentlich-rechtliches, sondern auch privates. Natürlich, klar. Und da lege Wert drauf, weil mir wird jetzt oft vorgeworfen, ich bin gegen eine differenzierte Medienlandschaft, ich würde das alles einschränken. Ganz im Gegenteil, wir haben 2001, Schwarz-Blau 1 damals, Andreas Kohl und ich, haben das Privatfernsehgesetz beschlossen. Das hat jahrzehntelang keine große Koalition zusammengebracht. Wir waren die Letzten in Europa nach Albanien, Albanien war noch vor uns, die überhaupt Privatfernsehen als gesetzliche Grundlage, Radio und Fernsehen möglich gemacht haben. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das heißt, eine Regierung, die auf sich hält und sagt, wir wollen in diesem Land Fernsehen möglich machen, und zwar vielfältiges Fernsehen, öffentlich-rechtlich und privates, muss Geld in die Hand nehmen, aus dem Budget. Und da wird auch keiner was dagegen haben, dass das finanziert wird.
kluge Finanzierungsmodelle, Redaktionsfinanzierungen, Technikfinanzierungen, alle, aber dann bitte alle und nicht nur den ORF eine Milliarde in den Rachen schmeißen, sondern dann müssen alle die Privatsender auch eine Förderung bekommen für das Wirken. Weil sonst wird es das bald, nicht mehr geben. Da bin ich bei dir. Was ich vermeiden möchte, und das muss man sich überlegen, wie man das vermeiden kann, was wir nicht brauchen, ist, wenn die Öffentlichen und die Privaten zum Finanzminister gehen müssen, falls dann wieder ein neues Budget beschlossen wird und der sitzt dann dort, klopft mit den Fingern auf die Tischplatten und sagt, na, wart ihr brav genug, ha? Habt ihr wirklich gut berichtet? Ui, was sehe ich denn da? Ja, ich mir was kannst aufgeschrieben. Nein, das braucht man nicht. Und das ist die Schwäche von dieser Budgetfinanzierung. Also, da muss man überlegen, wenn man sowas ansteuert, wie man aber garantieren kann, dass dann nicht alle dort kratzen okay. bei der Tür. Du machst einmal einen Beschluss am Beginn der Periode, legst es fest, nach gewissen Kriterien, wie viel jeder bekommt und machst jedes Jahr einen Anpassungsfaktor und dann braucht keiner verhandeln kommen. So, das ist relativ leicht. Meine Herren, das war die erste Runde. Das war erstmals Westenthaler im U-Ton über seinen Job beim ORF, im ORF-Stiftungsrat und was er am Weg dorthin alles erleben darf. Aber auch der Josef Czapo zu seinen Erlebnissen, der geht doch tatsächlich einmal fremd, geht zu einem anderen Privatsender und kassiert sofort einen Shitstorm. Warum? Das hören Sie gleich nach der Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir sind ja stolz darauf, dass wir da die zwei besten Talkshow-Teilnehmer Österreichs haben, zumindest nach der Quote zu schließen. Und deshalb gibt es natürlich die liebe Konkurrenz, die sich gern bei uns bedient. Na? Und diese Waffen sich zumindest einmal ausleiht. Das ist am Sonntag passiert bei Servus TV. Da hat man sich gedacht, na, die Quote geht auf, wenn wir den Job einladen. Ne? Darauf hat man den Job eingeladen. Dann sind mit dem Job ein bisschen die Pferde durchgaloppiert bei seinem Kampf für einen Frieden in Ukraine gegen Russland. Wo wir ja wissen von dieser Sendung, dass das eines seiner großen Anliegen ist und dass er schön langsam ein bisschen ungeduldig wird, wenn es da jeden Tag neue Tote etc. etc. gibt. Und seither ist er da also allen möglichen Shitstorms ausgesetzt. Josef, weil ja nicht jeder diese Sendung sieht und die nicht so viele Zuschauer hat wie diese hier. Ja? Was hast du denn dort gesagt? Ja, das kann ich dir sagen. Also schau, ich bin für Waffenstillstand eingetreten im Ukraine-Russland-Krieg, beziehungsweise, wenn es möglich ist, dann Erfolg an Friedensverhandlungen. Und das wäre insofern die beste Lösung, meiner Auffassung nach, weil in der jetzigen Situation sonst eine Eskalation mit einer nuklearen Aufrüstung in Europa eintritt. Na klar, die Russen marschieren schrecklich derzeit vor und walzen da jetzt eine Stunde nach der anderen wieder. Ich habe damals Anfang der 80er Jahre vor 70.000 Teilnehmern der Friedensdemo gegen diese Aufrüstung in Europa mit Atomraketen gesprochen und gekämpft und ich will nicht, dass das noch einmal kommt. Wenn es einen nuklearen Konflikt gibt, dann ist er nicht bloß beschränkbar auf die Ukraine, Gott behüte, dass es überhaupt kommt, ja, sondern es geht natürlich dann über die Grenzen. Der Nuklearkrieg kennt ja keine nationalen Grenzen. Wir sind ein paar hundert Kilometer entfernt. Ich will keinen Atomkrieg da haben. Und dann gibt es ein paar, die sagen, naja, der Joschka Fischer, den ich eigentlich sehr geschätzt habe immer und mit dem ich laufen war, immer im Brot, wenn er als Außenminister da war, oder der Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, mit dem ich in der Jugendinternationale war, die philosophieren plötzlich über Atomsprengköpfe in Europa. Ja. Abgesehen davon, dass wir es eh schon haben. Ja, wir haben 100 Sprengköpfe verteilt auf mehrere Länder. Wir haben 300 in Frankreich, wir haben über 200 in Großbritannien. Wir haben sie ja ohnehin schon. Wenn das aber jetzt explodiert und wenn das alles sozusagen eine Eskalation wird, dann hast du einen Atomkrieg. Und ehrlich gesagt, was unterschätzt wird, ist vielleicht der Erstschlag der NATO, der Aggressor. Es gibt ja viele, die das wünschen, dass die NATO da mal sowas machen könnte. Und dann hast du aber den Zweitschlag der Russen in die Gegenrichtung. Und dann sind wir irgendwo dabei. Und ehrlich gesagt, da möchte ich haben, das ist wieder eine Friedensbewegung. Also du willst einen Waffenstillstand. Ja, Waffenstillstand. Und wie stellst du das vor? Ja, hast du das dem Wladimir Putin auch schon mitgeteilt? Du könntest ja so wie der Gerhard großer E-Mail schreiben, lieber Wladimir. Was würdest du dem schreiben und was ist dein Vorschlag? Also wenn ich etwas ganz sicher nicht schreiben würde, war lieber Wladimir. Ja, der gehört wahrscheinlich genauso wie so mancher anderer in den
Haag vor dem Gerichtshof. Da nicht mehr reden. Gehört, okay, Kriegsverbrechen, ja. Das ist ein Aggressionskrieg, da brauchen wir gar nicht reden. Ja. So, aber wenn da das, dabei die berühmten Kritiker von meiner Stellungnahme wissen nicht, dass wenn überhaupt ein Waffenstillstand momentan jemanden in der jetzigen Situation, wo es überall kracht an den Fronten zwischen der Ukraine und Russland, nämlich für die Ukraine, dann ist der Waffenstillstand sogar eher nützlich für die Ukraine, dass die da mal eine Verschnaufpause haben. Sie sind ja in der Defensive. Natürlich, und das sind sie auch. Die Gegenstrategie ist gescheitert, die Gegenoffensive. Und im Senat und im Kongress gibt es heftigsten Widerstand, dass die Amerikaner das weiterfinanzieren und unterstützen. So, jetzt hast du nur mehr die Europäische Union. Da möchte ich mal wissen, wem da Milliarden in die Ukraine geschickt werden, mit welcher Transparenz, wer kriegt das, wie ist die Korruptionsbekämpfung. Das gehört auch dazu, ja. Bei aller Solidarität. Man sagt, 20% sind dort automatisch Korruptionsbetrag. Das ist ab, das scheint so zu sein. Schau, und jetzt gibt es, wenn wir gerade über das sprechen, hänge noch einen zweiten Punkt schnell an, weil das Wort in der Sendung auch, hat auch eine Rolle gespielt, was die Sanktionen betrifft. Ich war immer für Sanktionen. Ich habe immer gesagt, man muss nur evaluieren, welche sind überhaupt wirklich zweckmäßig und erfüllen ihr Ziel. Und wenn ihr aber Sanktionen habt, die nicht erreichen, jetzt haben wir schon, glaube ich, 7 oder 8 oder 9, dass hier die Finanzierungskraft und die Wirtschaftskraft Russlands so geschwächt wird, dass sie den Krieg beenden müssen, dann sind diese Sanktionen sinnlos. Ja, ja, so, hast du völlig recht, weil die Russen haben derzeit ein Wirtschaftswachstum von 2,6%, habe ich gerade in der Financial Times gelesen, und Europa hat eine von 0,6%, also die ging. Das heißt, da hat sich irgendjemand ins Knie geschossen. Ja, und der hat das erste Mal während unfreiwillig die Russen gezwungen, dass sie für ihre wirtschaftliche strukturelle Entwicklung was machen und nicht bloß immer nur vom Verkauf ihrer Rohstoffe ins Ausland profitieren. Ja, und haben sie profitieren nicht. Genau, bei der Gelegenheit haben wir eine Debatte gehabt über das Erdgas. Ja, wie erreicht mich, steigt man aus? Die Frage Wessler, ja, aussteigen aus Erdgas, Russland. Wir müssen sie schwächen, sie finanzieren damit den Krieg. Die haben jetzt 98% haben in Österreich das Erdgas, wir werden es weiter haben. Die gehen an die Börse, verkaufen es dort oder haben Zwischenhändler. Es wird nur teurer für die Konsumenten und sonst nichts. Und das hat dann ein anderes Marschall, da steht nicht mehr Russen-Erdgas, sondern da steht irgendein anderer Name drauf. Indisches und der Erdgas? Blöde ist der kleine Mann, die kleine Frau, die dann ihre Heizkosten brennen müssen und die sozusagen da hineinzahlen müssen. So, und allerletzter Punkt. Weil das heißt, gegen die Sanktionen bist du jetzt schön langsam. Gegen diese Sanktionen, die meiner Meinung nach nichts bringen. Ja? Ja. Wenn man aber nachweisen kann, dass sie wirklich entscheidend sind für diese Auseinandersetzung im Krieg, dann habe ich nichts dagegen, weil für mich ist das der unblutigere Weg, um diesen Krieg zu beenden. Ich bin nur dafür, dieser Krieg muss beendet werden, bevor wir da in einen nuklearen Wettstreit kommen, den wir schon einmal gehabt haben. Und deshalb willst du einen Waffenstillstand. Eigentlich. Und was sagst du jetzt dem nicht lieben Wladimir? Wie kommt man jetzt zu denen? Weil man, da soll ja einen Waffenstillstand wohl nicht selber kann. Es gibt keinen, weil der Putin kann machen. Ja, schau, ich meine, der muss ja irgendwann einmal, jetzt hat er mal wollen, ja. Er kann zwar schauen, dass er immer mit dem Feindbild Krieg, die ganze Welt ist gegen ihn und gegen Russland, hat er momentan mehr Zustimmung, als er möglicherweise, also ganz sicher verdient. Wenn du aus dem wegkommst, wenn du dann Waffenstillstand, wenn du diese Zwangsbilder nicht mehr hast, ja, bin ich überzeugt, auch die Russen wollen einfach leben. Ja. Sie haben vielleicht eine etwas andere Geschichte und Einstellung zu Autoritäten und zu einer richtiger demokratischer Tradition haben sie auch nicht. Aber jedenfalls, wir müssen aus dem raus. Und es ist schon für die Zeit nach Putin. Und du glaubst, der kehrt zu einem Waffenstillstand bereit oder nicht? Ja, in erster Linie kehrt er einmal weg. Ja. Okay, über das reden wir gleich. Peter, kannst du, und das, was der Josef da ziemlich mit Shitstorm versehen hat, von sich gegeben hat, unterschreibst du das oder siehst du das anders? Sehr, schon sehr ähnlich, muss ich sagen, bis auf vielleicht die Kleinigkeit, dass Österreich wird schwer haben, den Herrn Putin wegzubringen. Ja. Das ist also die Zivilgesellschaft liegt nicht in ganz Russland. In unserer Macht. Aber wo ich dir recht gebe und wo wir ja schon das x-mal festgestellt haben, ist, dass sich diese Sanktionen gegen uns in erster Linie stellen, gegen uns selber, gegen unser eigenes Land. Wir bezahlen seit fast zweieinhalb Jahren mittlerweile dafür, jeder einzelne Haushalt, jeder einzelne Landwirt, jeder.
Und wenn man sich anschaut, was das Ergebnis ist, deine Zahl, die du genannt hast, mit dem Wirtschaftswachstum, es gibt da noch eine andere Geschichte, die wir alle wissen, dass wir mit diesen Sanktionen, wir meine ich jetzt die Europäische Union, Russland in die Arme von China, Indien, ja, also die BRIC-Staaten, die erleben eine Renaissance. Brasilien, Russland, Indien, China erweitern sich ständig, werden immer stärker, die werden zu einer Herausforderung für Europa werden, mit einer Sicherheitskrise. Ja, also Amerika auch, weil Amerika ja absolut. Und auf der gleichen Seite, und deswegen bin ich auch endlich für Friedensverhandlungen, sehen wir, dass natürlich in Wahrheit die Ukraine den Krieg bereits verloren hat. Das will nur keiner sagen. Also da bricht ja eine Front nach der anderen im Moment weg. Warum? Weil die Amerikaner aus der Unterstützung de facto, nicht de jure, aber de facto ausgestiegen sind, weil kein weiteres Unterstützungspaket mehr kommt. Die Republikaner das niemals beschließen werden bis zur Wahl. Und die Wahl ist erst im November. Und bis November, mit Verlaub, ist der Krieg aus. Der wird in Kürze, so sagen es ja auch viele unter der Hand, Militärs, die im ORF nicht immer das sagen dürfen, was sie gerne sagen täten. Die sagen, immer mal ist das militärisch entschieden, was in der Ukraine sich abspielt. Die wesentlichen, wesentlichen Städte sind in der Hand, nämlich was den ganzen Donbass anbelangt und nichts anderes als Ziel, in russischer Hand. Jetzt die strategische sozusagen die Einfahrtsstadt in den Donbass ist auch übernommen worden. Also, und der Selenskyj, mit Verlaub, muss ja auch schon zugeben. Der ist ja auch schon sehr kleinlaut geworden, dass er im Abfront noch der anderen wegbricht. Daher wäre jetzt die Gelegenheit einzugreifen, sagen Waffenstillstand und verhandeln. Und da bin ich voll deiner Meinung. Und nur das darfst du schon gar nicht mehr sagen. Denn der Sprech ist die vorgegeben, da bin ich wieder bei der Sprachpolizei und bei der Gedankenpolizei. Das darf man gar nicht überlegen. Man darf ja gar nicht überlegen, dass die Ukraine den Krieg verliert. Sollen noch mehr 15- und 16-Jährige an der Front sterben? Alles wurscht. Nein, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ist ja alles absurd, dass das alles real überhaupt keine Grundlage mehr hat. Versteht ja gar keiner mehr. Und daher bin ich schon der Meinung, wenn man jetzt diskutiert über eine nukleare Aufrüstung Europas, wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Die von der Leyen und ihre Helfer und Helfershelfer diskutieren eine nukleare Aufrüstung in Europa. Absurd. Das heißt, die Bedrohung mit einer anderen Bedrohung noch mehr zur Bedrohung zu machen. Also ich kann nur froh, bin ja nur froh, dass die EU-Wahlen bald daherkommen. Jetzt muss ich aber einmal sozusagen die Stimme der Vernunft hier auch an den Tisch bringen. Ich meine, wir sehen natürlich schon, was da derzeit passiert, oder? Wir sehen, dass ein Herr Putin einen Herrn Nawalny in ein Gefängnis, das ja kein Gefängnis ist, sondern ein Schlachthof, irgendwo im nördlichsten Sibirien bei minus 16 Grad umbringt, ja, tötet, ermordet. Wir sehen, dass die Nächsten dran sind. Ein Helikopterpilot wird plötzlich in einer Tiefgarage erschossen etc. X weitere, die sich dort befinden, zittern um ihr Leben. Und man wird dem Putin einfach nicht her. Im Gegenteil, der lässt jetzt zum Präsidenten wählen. In Amerika gibt es die ersten Kolumnisten, die sagen, hey, was ist eigentlich mit unserer Spionageeinheit los? Wir schaffen es zwar, dass wir irgendeinen Hamas-Häuptling da aus seinem Auto rauspumpen und weg ist er. Warum macht man das nicht mit Putin? Was natürlich eine sehr kecke Forderung ist, würde ich einmal sagen. Sagst du mir mal, wie muss man jetzt mit Putin umgehen? Ich bin jetzt kein Spionage- und Geheimdienstexperte. Dass die Geheimdienste in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahre, nicht mehr funktionieren, haben wir gemerkt beim völlig, wie soll ich sagen, unbemerkten Einmarsch der Hamas in Israel. Das ist ja das, aber gleichzeitig spartiert, schießen sie jetzt einen Hamas-Führer nach dem anderen aus dem Auto aus. Aber um das geht es gar nicht. Schau, beim Nawalny völlig unbestritten. Natürlich ist er dort nicht an Corona gestorben oder an irgendeiner Grippe, sondern den haben sie dort verrammt. Das ist ja keine Frage. Und wenn sie ihn nicht direkt verrammt haben, dann ist es die Folge vielleicht sogar dieses Giftgasanschlages von Novichok, das einmal war. Nicht anzunehmen, weil da war ja am Vormittag noch bester Lage. Ja, aber sterben derzeit weltweit Menschen an Herzstillstand, sollte man einmal sagen. Also so ist es nicht. Nur was mich da beim Nawalny, wir streiten nicht darum, dass der dort zu Tode gekommen ist unter furchtbaren Umständen. Aber was mich schon bewegt ist, auch schon wieder diese Heuchelei von links, die da stattfindet. Das ist nichts anderes wie Heuchelei. Denn wenn man den Herrn Nawalny kennt und seine komplette Geschichte, also auch der frühen 2000er Jahre, dann ist es aus Sicht derer,
die am Nachmittag gegen Rechtsextremismus demonstrieren gehen und dann am Abend eine Träne abdrücken für den Nawalny, habe ich alleine gesagt. Ja, war Rechtsextremer. Der Herr Nawalny ist ein Ultranationalist. Das ist ein Held des Widerstands. Für die Linken in Wahrheit war er in diesen Jahren ein Rechtsextremist. Es ist so. Nein. Und was, wenn man sich anschaut, was der Herr Nawalny Anfang der 2000er Jahre, da war er schon politisch tätig, von sich gegeben hat. Rassismus, Homophobie. Als Russland in Georgien einmarschiert ist, 2008, hat er gesagt, Georgien, was hat er gesagt? Die Georgier können überhaupt ausgelöscht. Die in Russland befindlichen Georgier, weil wir gerade von Deportation gehören, deportiert, Zitat Nawalny. Und Tiflis ist das Hauptquartier. Na, aber was wir wissen nicht gut. Schon, dass das nicht ein gut. Held ist. Nein, nicht gut. Das kannst du alles nachlesen, jetzt im Moment, aktuell, in allen deutschen Medien. In der Hamburger Morgenpost ist alles seine ganzen Aussagen aufgelistet. Tiflis, also die georgische Hauptstadt, ist der Hauptsitz der Nagetiere. Und Tiflis gehört mit einem Marschflugkörper zerstört, hat er damals gesagt. Und letzter Satz, seine alten die Migranten hat er als Kakerlaken. Stellt euch vor, ein FPÖ-Politiker würde Migranten als Kakerlaken. Aber in Russland, entschuldigen, herrscht politisch generell ein bisschen andere Sprache. Ich bin für faire Aufarbeitung. Ich bin genauso der Meinung, der wurde umgebracht, furchtbar. Ja, der aber war nicht, ein Held. Aber machen wir nicht. Ja, der Einzige, der wirklich gegen den für Putin gekämpft hat. Für wen war er ein Held, ist die Frage. Na, für alle, weil der mit seinem mit Leben, so einer zweifelhaften politischen Geschichte hat. Bitte? Bin ich mir nicht so sicher. Ja, so da gibt es bessere Helden, ja? Da gibt es andere Helden. Wie siehst du das jetzt? Ja. Außenpolitischer SPÖ gewiss. Also das, was mich besonders stört, ist, da hat es einen Kandidaten gegeben, der wollte Kandidat sein bei der Präsidentenwahl. Nur er war halt gegen einen Krieg Ukraine-Russland und hat über 100.000 Unterschriften. Das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Das ist eine Katastrophe. Ist ja. Und dann haben sie herummanipuliert und haben ihn mir zugelassen für die Wahl, weil die hätte Putin vielleicht sogar verloren. Ja? So, das ist einmal die eine Punkt. Das andere ist, ich tick da ganz einfach. Politischer Mord ist politischer Mord und aus. Das ist ein politischer Mord und das ist zu verurteilen. Und so, der gehört nach Den Haag. Der Putin, ja, sicher. Gesagt, ne? Ist ja richtig. Aber schau, ich sagst, der Putin ist der Mörder und der gehört nach Den Haag. Ja, und nicht nur sagst deswegen. Nicht nur deswegen. Na sicher. Ja. Na, nicht nur schau, auch wegen der Ukraine. Du erlaubst mir, dass ich jetzt Werbung für eine konkurrierende Zeitung machen. Aber heute habe ich gelesen in der Presse eine Umfrage, 17.000 Befragte von der Europäischen Union in Auftrag gegeben, 12 Mitgliedstaaten. Die eine Frage war, wie soll sich die EU gegenüber die Ukraine verhalten? Was sagen die Österreicher, der Teil der Österreicher bei der Umfrage, 23% sagen, im Kampf um ihre Gebiete sollen wir sie unterstützen, 49% sagen, Friedensvertrag. Das heißt, die Stimmung in Europa, in der Europäischen Union, in Österreich geht in Richtung Frieden. Das ist doch klar. Naja, aber das müssen wir mal sagen. Aber Nawalny und Putin wissen. Ja, nein, das ist ja wichtig, weil 50%, dass die Neutralität ausgehöhlt wurde. Das ist auch interessant. Ja. Gleichzeitig. Ja, nein, ich verstehe das. Ich bin ein Verteidiger der Neutralität. Das ist dein Punkt und das finde ich sehr gut. Aber lieber Josef, was ist jetzt, wie siehst du den Nawalny? Siehst du den genauso kritisch wie der Herr Westenthaler? Und zweitens, was ist jetzt mit dem Putin? Wie bringt man den nach Den Haag? Fängt man den mit einem Schmetterlingsnetz ein? Oder wie soll das sozusagen über die Bühne gehen? Schau, warum wurde die Ukraine so bekämpft von Putin und von seinem System? Es war in der Ukraine entwickelt worden, wo die Menschen dort gesagt haben, ja, das ist zwar ganz nett alles, aber wir wollen eigentlich so leben, wie die im Westen leben. Ja? Einfach so leben. Ja? Und daher wollen wir nicht ein Teil Russlands sein, egal wie auch immer. So. Ich bin ein Demokrat und ich sage, wenn das so ist, ist es so. Und in Weißrussland war es ja ähnlich so, nur ist es dann eben nicht gelungen, sondern Lukaschenko hat es eben niedergehalten. So. Und ich glaube, auch in Russland werden die Leute bald sagen, das ist unser Leben, ich habe schon so viel Lebenszeit verbraucht, ich will das einfach nicht. Und der unterschätzt es. Und vielleicht ist das ein bisschen ein Turbo, was da jetzt mit dem Nawalny passiert ist, ein bisschen ein Turbo, dass der da nicht kandidieren hat können, weil sie ihm gesagt haben, es tut mir leid, wir haben nachgeschaut, du hast einfach die 100.000 nicht. Es wird irgendwann einmal das nicht so weitergehen. Und eins stimmt schon. Du meinst, freiwillig werden die Russen den auslösen? Nein, das ist leider in Russland oft verbunden mit etwas, wie so gewaltsamen Veränderungsmethoden, aber das ist nicht auszuschließen, dass das in Russland auch ist. Schau, und jetzt muss man dann schauen, dass dann am Tag danach, und man muss ja da langfristig denken, Russland ist am europäischen Kontinent, Russland soll, schau, wer, wo,
was ist jetzt? Jetzt ist Russland abhängig von China und Europa ist abhängig von den USA. Super, das ist das Ergebnis von dem ganzen Wahnsinn. Ja? Und ich bin überhaupt, dass die Europäische Union und mit einem Post-Putin, eine Zeit nach Putin, Russland, vielleicht dort zu einer Kraft wird, wo sie auf Augenhöhe gegenüber den USA und auf Augenhöhe gegenüber China, aber nicht gegen, sondern gegenüber, man da eine globale Entwicklung machen kann. Und da muss man langfristig denken. Und da wie bringen wir jetzt den Putin das Den Haager Gericht, was du ja gefordert hast? Nein, wenn ich haben will, dass in Russland das zum Bröckeln beginnt, ja, und es dort sich verunsichert, dann nicht, indem ich mich anbiete für ein nukleares Wettrüsten, dass der dann in Russland sagen kann, dann schaut euch das an, die stellen schon wieder die Atomraketen auf, wir müssen es auch aufstellen, es müssen den Mund halten, wir müssen um unsere Existenz kämpfen. Das dient nur seiner Machtabsicherung. Und da bin ich einfach der Meinung, dass das keinen Sinn hat. Gut, und jetzt noch einmal, wie bringen wir den nach Den Haag? Bist du dafür, dass die Amerikaner direkt gegen Putin losgehen? Nein. Mit gezielter Tötung oder gezielter Nein. Gefangennahme? Oder sollen das die Russen selber machen, indem wir zum Christkind beten, dass das irgendwann der Fall sein wird? Wie kommen wir jetzt zu der Lösung, dass der Mörder und Kriegsverbrecher endlich einmal im wahrsten Sinne des Wortes gefasst wird? So, ich sehe das so. Es gibt in Russland zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, er wird in ein Flugzeug gesetzt, ist abgesetzt und die werden sagen, Schatz, den wollen wir endlich los sein und von mir soll er auch verurteilt werden und die Sache ist erledigt. Oder er kommt gar nicht so weit, weil in Russland Konflikte so ausgetragen werden, dass das gar nicht so weit ist, dass er das überlebt. Aber ich glaube, das wird so ewig nicht weitergehen. Aber bis dorthin, ja, um Frieden zu haben, muss ich dann mit den Vertretern Russlands, wer auch immer dann dort sitzt, schauen, dass es diesen Frieden gibt, weil sonst der ganze Kontinent in den Abgrund, in den Nuklearen gedrängt wird. Und ehrlich gesagt, ich bin noch immer zu jung, um zu sterben. Gut. Das ist ein gutes Statement. Damit kommen wir jetzt zu deiner politischen Karriere. Du bist ja in der Woche irgendwie auf allen Medien präsent. Und eigentlich seid ihr beide, ich meine, er sowieso, ja, haben wir ja schon gesagt. Also keine Zeitung mehr ohne Westenthaler. Was dein Nachwuchs alles macht, gell? Ja, unglaublich. Aber auch der Chap ist in aller Munde. Und auch dein geliebter Parteivorsitzender Andi Babler, ja, der berühmteste Bürgermeister des Landes, hat eine Wortspende zu dir abgelassen. Darüber reden wir gleich. Und über die Zukunft von Andi Babler reden wir auch gleich. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und da sind wir zurück mit den beiden, die der Woche für viel Gesprächsstoff sorgen. Man ist ein paar Tage nicht da im Land und schon wird man mit Chap und Westenthaler überfallen. Jetzt tritt doch glatt im ORF dein Parteivorsitzender auf. Ja? Und ich bewundere ja jedes Mal hier, wie du den verteidigst. Ja? Obwohl du es dem nicht gewählt hast, muss man dazu sagen. Weil du warst ja der Meinung, der ist für die Partei eine Katastrophe, weil der wird die nächste Wahl verlieren. Deshalb lieber Doskozil, weil der wird die nächste Wahl sicher gewinnen. Kann ich mich erinnern. Haben wir da ja alles sehr ausführlich diskutiert. Und jetzt sagt er, ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, aber sinngemäß auf die Frage, dass du da immer wieder Kritik an ihm übst. Der Ex. Ja, ein Ex-Club-Obmann soll man nicht weiter ernst weil nehmen, schwierige weil du ein schwieriger vertritt. Genosse sind. Ja, schwierige Meinungen vertritt, schwierige Auffassungen. Ja. Das war schon in deiner Jugendzeit. Ja. Schön, oder? Naja, schau, du. So ein Parteivorsitzender wünscht man sich. Ja. In der Partei ist wirklich Freundschaft groß geschrieben. Ja, ja. Bei uns zwar, zwischen dem Babel und mir stimmt es insofern wirklich, weil der hat die Zeit seines Lebens als einfacher Bürgermeister immer Kritik geübt an den jeweiligen Bundesparteivorsitzenden. Da ist der Feimann dran gekommen, die Rendi Wagner dran gekommen. Sogar ich, mit dem haben wir sogar mal ein Streitgespräch in einer Zeitung gehabt, wo er also Kritik geübt hat. Und jetzt ist er Parteivorsitzender und jetzt muss er daran gewinnen, dass er kritisiert wird, wenn es notwendig ist. Ja, und ich glaube, der macht das. Den Ansatz, wir müssen den Sozialstaat wieder aufbauen, den habe ich kritisiert, weil das ist ein Blödsinn, weil das hieße, dass wir seit Bruno Kreisky am Aufbau des Sozialstaates oder auch mit Bruno Kreisky nicht mitgewirkt hätten. Also da bin ich nicht seiner Meinung, aber ansonsten, Jetzt fragt man sich ja generell, was ist mit der Partei los, ne?
Jetzt habt ihr ja da Kasperltheater abgehalten, der Sonderklasse im letzten Frühjahr. Zuerst also diese Mitgliederbefragung, Tosco Ziel gewinnt, Randy Wagner wird abgelöst. Tut ja bis heute am meisten leid. Heute hat es einen wunderbaren Job gekriegt. Wir gratulieren. Du kannst dann gleich sagen, was du davon hältst. Schöner wäre wahrscheinlich, sie wäre noch Parteivorsitzende. Aber wenn ich mir das derzeit so anschaue, dann kommt der Tosco-Ziel, löst praktisch fast eine Parteispaltung aus. Dann kommt man drauf, der hat sich mit irgendwelchen Mitteln da hingeschummelt und das Ganze wird wieder zurückgeschummelt und die Excel-Liste wird wieder zurück. Korrigiert etc. und der Babler ist es, dann sagen alle, na, der wird jetzt Frieden machen, hundertprozentig. Und jetzt fliegen in der Partei überhaupt die Fetzen. Jetzt sagt schon der netteste aller Gewerkschafter, der Muchitsch, dass der Kurs von dem ein Blödsinn ist. Und wenn er nicht bald in die Mitte rückt, braucht er zur nächsten Wahl gar nicht mehr antreten. Und also ich bin der Anhänger einer Wortwahl, die schlicht und einfach Folgendes sagt. Linke Mitte ist genau der Ort, an dem wir uns nicht nur wohlfühlen, sondern wo ich glaube, das bringt doch etwas. Wollte gerade sagen, das sagst du schon die ganze Zeit. Genau, man kann auch ein bisschen Anleihe bei der rechten Mitte nehmen, sofern das überhaupt zustimmt. Weil wenn ich aus Vernunftgründen der Meinung bin, ich muss mir was überlegen bei den hohen Asylzahlen und ich mache eine Obergrenze, sagen wir 10.000, dann ist das nicht rechts und nicht links, sondern einfach nur vernünftig, weil die Bevölkerung das befürwortet und zu Recht befürwortet. Das war der Tosco Ziel Vorschlag. So, genau. Auch der Babler macht jede Woche eine ganze Kette von Vorschlägen, die man unterstützen kann, ob das im Pflegebereich ist, ob das im Bereich ist und so weiter. Also ich will da fair sein und schaut, warum unterstützt die Gewerkschaft Muchitsch dann nicht, wenn man sie unterstützen kann? Ja, schaut, der Muchitsch, der hat zwei Motivationen gehabt, schätze ich, ich habe mit ihm nicht gesprochen, muss ich auch nicht, ich kann sie ungefähr erraten, was er will. Ja. Auf der anderen Seite will er eine Initiative, genau, kenne ich sehr, sehr gut. Er will Initiative haben im Baubereich, weil er ist ja von der Fraktionsobmann der SPÖ-Gewerkschaft, der FSG, und das ist der eine Punkt, und er ist ein Steirer. Und jetzt haben wir Landtagswahl, ist der zweite Punkt, und jetzt ist er halt ein bisschen herzhaft aufgetreten, hat das gesagt, aber die zwei haben sie fast umarmt dann nach der Pressekonferenz. Also wir haben eine sehr nette Konfliktkultur, wo man zuerst seine Meinung sagt und dann wird es irgendwie so in einer gemeinsamen Pressekonferenz, das hätte ich mir früher gewünscht, dass das möglich ist, das ist neu. Also das ist so, wie wenn ich mit Kerry gemeinsam eine Pressekonferenz Also du meinst, die Partei ist am Weg zu einer neuen Freundschaft? Die Partei sucht eine, das ist nicht so schlecht, aber trotzdem, sie ist eine Suchende und sie ist eine Findende. Sie sucht die neue Freundschaft. Naja, sie ist eine Findende, weil du musst diese Summe der Themen, mit denen du Chancen bei den nächsten Wahlen hast, zum Beispiel bei der EU-Wahl, aber auch bei der Nationalratswahl, da gibt es eine Vielfalt an Meinungen und Ideen, das muss man bündeln, aber man muss auch zulassen, dass es kontroversielle Diskussionen gibt. Und da muss ich ein bisschen, ich mache nie eine Medienschelte. Ja. Aber da sagt einer irgendwas, was er sich gerade überlegt hat, was sogar gescheit ist. Und das kommt unter dem Titel Querschüsse. Na, was heißt, müsste eine Partei, wo alle schweigen, ja, dann müssen wir es umbenennen in österreichische Trappistenpartei. Weil dort kann man dann schweigen und nicht reden. Also ich bin schon dafür, dass das lebendig ist. Ich glaube, der Babler mag das auch, weil der hat ja früher auch immer Kritik geübt und war sehr streitbereit und so weiter. Jetzt ist er halt derjenige, der im Zentrum steht und das selber auch mit großer Freude annehmen muss. Und wir im Ken will er das eh. Gut. Josef, du warst ja immer ganz ein großer Babler-Fan. Von der ersten Minute an hast du den ja immer als kommende Nummer 1 der österreichischen Innenpolitik gesehen. Ne? Ja, Sternschnupp. Es ehrt den Josef Schaap sehr, dass er sich trotz Attacken des Parteiabmanns auf die persönlich, ich weiß gar nicht, was den reitet. Warum attackiert er jemanden, der nichts anderes tut, wie die ihn verteidigen? Ja. Also das merkst du auch, dass der einfach mit dem Charakter ein Problem hat. Und trotzdem hat er heute sehr ausgewogen wieder diskutiert. Ich saß vor einigen Wochen, da warst du Skifahren, verdienterweise, mit dem Herrn Bernhard Heinzelmeier vis-à-vis, ein SPÖ-Urgestein, Mitglied der SPÖ, kennt die Partei in- und auswendig, der Jugendforscher. Und ich sage immer, lass andere sprechen. Ja? Und er hat einfach recht, ich habe mir das aufgeschrieben, er hat gesagt, der Babler ist das größte Problem der Partei, der SPÖ, weil er das Format nicht hat. Er hat gesagt, die SPÖ ist in Auflösung begriffen und steht vor einem permanenten Verfall. Das war seine zugespitzte, sehr komprimierte Analyse der SPÖ und er hat eigentlich recht. Das Problem ist ja, dass der Babler nicht in der Lage ist,
Probleme zu lösen. Das ist sein Problem. Dass er keine Führung hat und nicht mit Verlaub, ich weiß nicht, was er mit Pepa Muchic gemacht hat, was er dem eingeflößt hat. Für mich eine Enttäuschung der Pepa Muchic, weil wenn ich in der Zeitung gehe, und er hat ja recht, Muchic, dass er einen Kurswechsel braucht, wie sagen ja alle, sagen Gutmeinende mit der SPÖ, sagen aber auch sogar die Gegner, der Pavel muss einen Kurswechsel, und zwar einen frontalen machen, da hat er der Muchic recht, und dann geht er zwei Tage später in einer Pressekonferenz und sagt, ich hab gar nicht recht gehabt und ich mache dir den, den Quotau. Also das ist eine Enttäuschung, muss ich sagen. Und den Beppo kenne ich gut aus der Südsteiermark. Ich war sehr enttäuscht, dass er nicht einfach zu seinem Wort gestanden hat. Gewerkschafter stehen eigentlich zu einem Wort. Ja. Und da hat er ja auch recht gehabt, weil das ja alle so sehen. Babler führt derzeit die Sozialdemokratie in Wahrheit in die Bedeutungslosigkeit. Naja. Es ist so. Wenn du die Umfragen anschaust, seit er existiert, und es sind jetzt auch schon einige Zeiten ins Land gelogen, pendelt er irgendwo zwischen 21 und 23, vielleicht einmal 24% nach dem Parteitag. Ja. Aber er schafft es nicht, ein Pferd zu reiten, sagt man in der Politik, das du reitest und das er erfolgreich ist, sondern er hupft umeinander von einem Thema auf dem anderen. Er formuliert Dinge, die keiner nachvollziehen kann. Und er hält, nicht mit Verlaub, das hätte ich schon mal gesagt, er hält eine Rede, wo er einen politischen Gegner einsperren will. Dann stell dir vor, das hätte der Herbert Kickl gesagt, der Moschermittwoch. Er hat das gesagt, und zwar nicht als Gag, sondern er hat wortwörtlich gesagt, der Landbauer und der Schnedlitz und nur ein Dritten hat er genannt, der mir jetzt nicht einfällt, die kehren eingesperrt. Hat er dort wortwörtlich unter dem Applaus der SPÖ-Funktionäre, der wenigen, waren nicht viel dort, aber der wenigen dort gesagt. Und dann noch, ich kann dir ja noch mehr zitieren, was er dort alles gesagt hat, dass er der FPÖ unterstellt, die wollen Menschen umbringen. Ich meine, das ist ja alles absurd. Also, was ich glaube, ist, der ist einfach in seiner eigenen Welt, der ist irgendwie total daneben. Und wenn ich mir den gestern, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und haben wir den gestern im Report angeschaut, habe nachher zu meiner Frau gesagt, hast du jetzt irgendwas verstanden, was der da wollen hat in diesen 10 Minuten? Meine Frau hat mir angeschaut, die sehr gutmütig ist bei solchen Sachen, sehr objektiv, gesagt, tut mir leid, ich weiß, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was der eigentlich da wollte. Und sie ist nicht die Einzige. Also, er bringt es nicht auf den Punkt. Du sagst, er ist ein Loser. Er bringt es nicht auf den Punkt. Ein Verlierer. Ja, und ich bin mir ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass der Babler nicht Spitzenkandidat der SPÖ werden wird, weil wenn du mit denen in der Nationalratswahl gehst, dann wirst du Dritter. Und das ist für die SPÖ eine Katastrophe. Und daher gibt es einige Vernünftige, es werden immer mehr, in Niederösterreich, im Burgenland, in Wien, interessanterweise auch, in verschiedensten Bundesländern, die sich jetzt organisieren und sagen, was tun wir nach der EU-Wahl, wo die Sozialdemokratie, da traue ich mir schon mit dir wetten, Dritter wird. Die wird schon bei der EU-Wahl. Glaubst du? Sie war immer bei der EU-Wahl. Naja, aber das ist ja nicht der Anspruch, der will Erster werden, der Knabe, sagt er ständig. Und dann macht er vielleicht 20% bei einer EU-Wahl. Und das ist dann nicht der, kann man nicht sagen, das ist der Schieder, weil er so fad ist. Jetzt bist du ja unser Orakel von Delphi hier. Wir wissen das und meistens hast du recht. Ja. Du hast jetzt den bemerkenswerten Satz gesagt, du bist dir hundertprozentig sicher, dass der nicht Spitzenkandidat der SPÖ wird. Solche ist aber gewählt worden. Aber das ist gewählt. Was ist denn in der SPÖ schon alles gewählt worden? In der SPÖ haben wir miterlebt, eine von Josef Czap zu Recht hochgesetzte Mitgliederbefragung, wo nicht der Erste dann Parteiobmann geworden ist. Der Erste war der Doskozil, der wurde von den Mitgliedern. Der Herr Babler ist noch nie von den Mitgliedern gewählt worden, noch nie. Der Doskozil war Nummer 1 bei den Mitgliedern. Und siehe da, plötzlich ist der Babler Parteiobmann, der gar nicht Erster war. Also in der SPÖ ist ja alles möglich, von Excel-Listen. Und du sagst, er wird nicht Spitzenkandidat. Ich glaube, dass es eine Dynamik geben wird, eine starke Dynamik geben wird. Die wird sich verstärken, weil es wird sich weiter nichts tun, weil er wird seinen Stil nicht ändern. Ich höre mittlerweile, sein Umfeld sagt es, nicht ich. Er ist mittlerweile im Elfenbeinturm und beratungsresistent. Also er lässt sich noch nichts mehr sagen. Er sagt, ich fahre diesen Linkskurs oder sagen wir mal so, den extremen linken Kurs, um nicht zu sagen Linksextremer, das soll man nicht sagen, aber diesen extremen Linkskurs, marxistischen Kurs weiter. Viel Spaß dabei. Der Beppo Muchic hat schon richtig erkannt, dass das in einem falschen... Den hat man jetzt niederplaniert, der darf jetzt nichts mehr sagen. Bei den Arbeitern im Mur- und Mürztal wird das ein bisschen schwierig ankommen, weil die tendieren ja zur FPÖ-Tradition. Ja, richtig, es kommt sehr schwierig an. Ja. Und daher wird es da Dynamiken geben, die sich schon in 3 Monaten ist die EU-Wahl. Und wenn es dann tatsächlich auch auf schwarz auf weiß, bis jetzt sagt ja der Babler, die Umfragen sind alle falsch, es sind nur alle gleich, es gibt 5 große Umfrageinstitute, alle sind ziemlich gleich, was die SPÖ anbelangt, also irgendwo zwischen 21 und 23%. Das ist kein Shootingstar und
das ist hausgemacht, weil er sich nicht fokussiert, weil er in Wahrheit einen Rhetorikkurs braucht, aber der braucht viele Kurse, dass er das lernt, der braucht einen Politikkurs, weil er es nicht am Boden bringt. Und das merken immer mehr. Das heißt, du sagst Dead Man Walking. Der ist schon tot, obwohl es noch nicht war. Wenn es nicht schon vor der EU-Wahl passiert, kann auch sein, glaube ich nur, prozentuell weniger, dass sie die Vernünftigen durchsetzen. Es wird anders kommen, meistens als man glaubt. Es wird bei der EU-Wahl nicht für die ÖVP. Das ist eine sehr kecke Aussage. Nein, lass mich das fertig. Bei der EU-Wahl wird es keine Götterdämmerung für die ÖVP, sondern eher für die SPÖ geben. Und dann passiert. Bitte, Josef. Du kennst das. Du Schwieriger, bitte. Du kennst das Wort. Du Schwieriger, ja. Hugo von Hoffmannsthal. Ich habe jetzt nur den Heinzel. Ja. Der Schwierige meldet sich jetzt für Andreas Pavlov. Ich finde das immer so lustig. Wenn er so dieses Herunterreden, das kann er ja wirklich gut tapeten. Ich habe nur den Heißel an, so gesagt. Ja. Du tust da ohne Heißel, du tust dem auch herunterreden. Jeder mag es ja nicht oder schätzt ihn. Also du bist sag einfach, du willst ihn nicht. Ja, du kannst viel Zeit sparen. Ja, das ist überraschend. So. Und gut, die Sache ist hat sich... Nein, 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 ist nicht nein. Schau. Die Frage ist, nein, aber ist er schon tot? Im Gegensatz zu dem, was der Peter vorhin gesagt hat, wenn am Parteitag beschlossen wird, ist er als Vorsitzender und er als Spitzenkandidat, dann ist er es auch. Ja. Und daran wird dann, da ist kein Rütteln dran und der ist gerade frisch gewählt worden und der will es auch, das merkt man, auch so wie er auftritt und wie er spricht und so. Und jetzt hast du natürlich in seiner Funktion dauernd lauter Leute, die Vorschläge machen und Ratschläge. Ja, könnt ihr es nicht ein bisschen weiter durchziehen und da haben wir noch ein Thema und so weiter und so weiter. Das geht unter nicht. Anderem hat man ja dich, der auch sagt, du sollst in die Mitte gehen. Bitte. Ja. Und ich sage nur muss man definieren, was Mitte ist. Das hat sich ja der Muchic bemüht, indem er gesagt hat, naja, pass auf, die Wirtschaftsfreundlichkeit. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, ja. Weil wirtschaftsfreundlich kann man auch missverstehen unter dem Motto, wisst was, macht möglichst viel Gewinne und lasst uns in Ruhe. Das ist aber nicht das Ziel einer sozialdemokratischen Gestaltungspolitik. Sondern wenn du da unterwegs sein willst, musst du sagen, wir brauchen Beschäftigung, wir brauchen Wachstum, wir haben einen Hänger gerade in der Bauwirtschaft und wir wollen schauen, dass wir dort ein bisschen das unterstützen. Was ist der hausgemachte Grund für den Hänger? Ist da wirklich Steuergeld notwendig? Also da gehört ein bisschen Transparenz dazu. Du Schwieriger. Erstens einmal ist die Frage, bist du auch von Muchic enttäuscht, dass er da so einen Kotau gerissen hat? Ja. Und zweitens, glaubst du auch, dass der Babler die EU-Wahl nicht überleben wird, sondern ganz im Gegenteil? Schau, der Muchic ist einfach ein Politiker, der sich bemüht, seine Inhalte und Vorstellungen durchzusetzen. Und wenn es nicht gelingt oder wenn er Abstriche machen muss, da ist er geschult in der Sozialpartnerschaft, er ist auch mit Mara beieinander gesessen für dieses Baupaket, was ich für Verdienst für heute, dass der Muchic, aber auch der Mara das machen. Abschweifen. So, und daher nicht abschweifen, sondern ich sage nur, das ist einfach so eine Art der Kultur der Durchsetzung. Ich finde, was ist so schlimm dran? Na, drei Schritte nach vorne und vier Schritte zurück. Nein, ist sicher anders. Drei Schritte nach vorne und an muss man vielleicht zurückmachen, weil halt die Meinung des Babler eine andere ist und der ist halt jetzt der Parteivorsitzende. Aber das ist ja nicht so. Und ihr seid ja am Debatte Weg der Findung einer neuen Freundschaft, wie du vorher gesagt hast. Das ist der Beginn einer neuen und intensiven Freundschaft, wenn du die Schlussszene ansprichst von Casablanca. Ja. Also jedenfalls glaube ich, dazu muss man sagen, ich glaube, der Muchic hat von Haus aus immer den Babler unterstützt. Mein Argument war immer, dass ich gesagt habe, mit dem Babler besteht die Gefahr, dass wir länger in der Opposition sind. Daher bin ich für den Oskar Sil und das war damals mein Argument, bei der immer hingegangen ist. Ja, gut, jetzt könnte es aber sein, dass dann mehrere dein Argument aufnehmen und sagen, das wird uns jetzt gefährlich, weil mit dem sind wir wirklich die nächsten 10 Jahre in Opposition. Tauschen wir aus, gehen wir doch mit Doskozil. Kann man mit Doskozil noch in die nächste Wahl gehen? Schau, im Moment ist es sinnlos, über das zu diskutieren. Es ist sinnlos übrigens zu diskutieren, welche Koalitionen, wer mit wem, das ist alles Unsinn. Ja? Sondern du musst schauen, dass du möglichst einen Dreierfuhren hast und das musst du mit einer Truppe schaffen, mit einem Team, die das auch erreicht. Ja? Und jetzt ist es im Moment der Babler, der das versucht und auch erreichen will, damit du am Verhandlungstisch eine Rolle spielst. Das hat ja keinen Sinn, mit 21% die hinsetzen am Katzentisch und sagen, ich bin auch noch da, ich möchte auch Ressort haben und zwei Vorstellungen, das ist ein Unsinn. Das wird alles nicht stattfinden können. Daher ist das Entscheidende jetzt, und da war die EU-Wahl wichtig, dass man nicht Dritter, sondern wenigstens
Zweiter ist. Ja. Naja, ich sage aber ganz offen, das ist, schließe ich aber nicht aus. Ja. Wir haben den Andi Schieder, der dort der Spitzenkandidat ist, der sich da ja redlich bemüht. Ich meine, man muss den schon auch und seine Bemühungen hervorheben, ja, in dem Zusammenhang. Und die zweite Frage war was? Also du glaubst, dass er die EU-Wahl überleben wird? Die EU-Wahl auch wieder nicht. Ja, das ist, der wird die Schlüsse aus der EU-Wahl ziehen und wird dann versuchen, möglichst dann bei der Nationalwahl halt ein passables Ergebnis zu bekommen. Die Frage ist ja ganz andere. Die Frage ist, traut man dem Andreas Babler und seiner Truppe zu, entweder in 3 Monaten bei der EU-Wahl oder in 6 Monaten, weil viel länger ist es dann nicht, bei der Nationalratswahl, 7 bis 9 Prozentpunkte aufzuholen. Und jetzt wissen wir zwar bei den Sportsfreunden, dass das schon ganz schwierig ist, wenn du dann guten Kandidaten hast, der alle Stecken spielt. Aber bitte nicht Babler. Das ist Feinmann ist gelungen. Man traut es ihm einfach nicht. Der Feinmann hat aber von Haus aus gute Werte. 10%. Gute Werte. Der war aber 10%. Aber nochmal, traut man ihm das zu und nicht einmal mehr die Hartgesottenen in der SPÖ, die nicht in die Medien gehen, wie der Mochitsch, trauen ihm das mehr zu. Das ist ja das Problem. Ja, das heißt, die eigenen Leute haben ja den schon abgeschrieben, wenn Heinzelmeier da auch richtig. Und das ist halt das Problem. Er hat auch keine Vision. Was ist denn seine Vision? Mit allen nicht koalieren, das wird nicht funktionieren. Ja, seine Vision ist ein herzensgutes Österreich. Das ist ja schön, dass du seine Vision machst. Ja, da, wo aber man für Kinder ein warmes Essen hat, für Pensionisten eine warme Wohnung. Also im Moment hat er das warme Essen mehr für Journalisten beim Haubenkoch vor 5 Wochen beim Geheimtreffen beim Anspeisen sozusagen der Journalisten gehabt, wo er denen gesagt hat, was lange die mit so alle schützen nach seiner Rede. Ist nicht in Ordnung. Ich sage, Babler, mach so weiter, es kann den anderen beiden, er bringt ja noch die ÖVP also auf. Beide Babler sagen, Babler, mach so weiter, du sagst, Babler, mach so weiter, damit Spitzenkandidat bist, du sagst, Babler, mach so weiter, dann bist du. Ich mag das, wenn er sagt, dass er da kennt, Leute, die nicht in die Öffentlichkeit gehen. Und das du bist der SPÖ-Beichtstuhl. Die kommen zu dir und sagen, hallo Peter, kann ich bei dir beichten? Hast du viel Kontakte? Ich kenne noch mehr Sozialdemokraten. Ja, ich weiß es ja eh, dass er Kritik gibt. Ich glaube nicht einmal, du bist so zufrieden mit der SPÖ. Gut, also. Das war eine spannende Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann werden wir dieses Thema, das wir jetzt angesprochen haben, EU-Wahl und auch kommende Nationalratswahl noch diskutieren. Nämlich gibt es ein Duell Nehammer-Kickl, gibt es vielleicht sogar ein Duell Kurz-Kickl, gibt es überhaupt noch einen Kickl? Ja, all das gleich nach der Werbepause. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Grande Finale im Duell Westenthaler Chap war wieder Großartigkeit, weil die beiden Herren so im Mittelpunkt des Interesses stehen. Er als ORF-Stiftungsrat, er als Befürworter eines Waffenstillstands, endlich wieder zurückgekehrt zu seinen außenpolitischen Wurzeln und zur Friedensbewegung, ganz genau. Fällt nur noch, dass du eine Demo organisierst am Salzburger Flughafen, wo du ja schon mal gegen einen Nixon aktiv gewesen bist und von der Polizei weggetragen wurdest. Also, kann ja alles noch werden. So, wir kommen zum Grande Finale. Lieber Peter, du hast es vorher schon wunderbar erwähnt. Wir haben noch knapp 3 Monate, ich glaube, es sind nicht einmal mehr, bis zur EU-Wahl, Anfang Juni. Ja. Und da wird es einmal sehr, sehr spannend werden. Denn da ist die Frage A, kann die FPÖ wirklich 30% schaffen? B, schafft Nehammer ein Comeback mit seiner neuen Wunderwaffe Lopatka, der überraschend gut ankommt, muss ich sagen. Ich habe gedacht, der wird untergehen im Wasser wie ein Star, aber davon ist nichts. Der versucht zu schwimmen, ja, als Stein. Und wird die SPÖ wirklich auf Platz 3 durchgereicht oder beginnt jetzt auch der Schieder zu schwimmen? Und werden die dann Zweiter. Wie siehst du diese EU-Wahl? Ja, nein, ja. Das wäre also die kurze Antwort auf die Frage. Ja, ich glaube, dass die FPÖ schon eine Chance hat, auch 30% zu erreichen. Sie wird aber jedenfalls Nummer 1 werden und das ist gut für das Land. Das glaubst du? Weil, ja, es wäre auch gut für das Land, weil ein Ruck durchs Land gehen würde und endlich einmal möglicherweise auch sich die etablierten Systemparteien bei der Nase nehmen und einmal in eine Nachdenkphase über den Sommer gehen, was sie alles schlecht gemacht haben. Was Besseres kann da ja nicht passieren als Wähler, dass du diese Partie, die uns jetzt seit Jahren abwirtschaftet, also Schwarz-Grün meine ich da in erster Linie, dass du dir mal in die Wüste schickst.
Da ich aber Realist bin, glaube ich, dass derzeit die ÖVP die besseren Karten hat für Platz 2. Doch. Warum? Weil es in Österreich ein gestandenes Publikum gibt für die Europäische Union. Die gibt es noch immer. Es gibt starke Befürworter, die ÖVP hinter sich sammelt, die alles das, was die Frau von der Leyen also jeden Tag was tut, auch unterstützen. Die wird versuchen, die ÖVP zu sammeln. Die Freiheitlichen werden die Unzufriedenen, die Mehrheit der Unzufriedenen hinter sich versammeln. Und die SPÖ wird zerrieben zwischen den Stühlen, weil sie einen Parteivorsitzenden hat, der überhaupt, das haben wir jetzt wieder beim Thema, das nicht formulieren kann. Er kann weder die Wutbürger, wenn man so will, organisieren, und er kann auch nicht die EU-Befürworter organisieren. Er schwimmt zwischen den Stühlen, hat bis jetzt überhaupt noch keine EU-Linie gefunden. Genau. Wir wissen es nicht. Da hat er noch nichts gesagt. Er hat noch nichts, er sagt nichts zur Neutralität, er sagt nichts zu den wahnsinnigen Raketen, die jetzt aufgestellt werden sollen. Wir sind noch beim warmen Essen für die Kinder, ja, was ja auch halt, gut ist. Naja, es ist ja gut, nur mit Verlaub, das ist halt nicht das Thema, was die Mehrheit der Menschen im Moment interessiert. Weil, sagen wir uns ehrlich, ein warmes Essen für die Kinder kriegst du heute schon in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Da brauche ich einen Barber nicht McDonald's dazu. Das ist eine hat auch der Heinzl mehr gut analysiert. Das ist eine Herabstufung des österreichischen Sozialstaates, die es so nicht gibt. Aber ist ein anderes Thema. Und entscheidet auch nicht die EU-Wahl. Die EU-Wahl entscheiden andere Dinge. Sicherheitspolitik, Migrationspolitik, wo der Herr Babler am völlig falschen Dampfer ist mit den legalen Flüchtlingsrouten, dass immer mehr reinkommen, ist er völlig daneben. Neutralitätspolitik findet bei ihm nicht statt, keine Aussagen. Und so kannst du halt auch keine Wahl gewinnen. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, auf was der wartet. Du hast recht, in knapp oder ein bisschen mehr wie 3 Monaten ist diese Wahl. Das heißt, die Meinungsfindung und die Entscheidung, wirst du den Professor Heinzelmeier vielleicht fragen morgen, die ist bei den meisten schon passiert. Nämlich wahrscheinlich bei 2/3. Das heißt, es gibt jetzt ungefähr ein Drittel, die noch überlegen und herschwanken. Und für die ist aber der Babler auch kein besonders spannendes Angebot. Nur dazu, wenn er eine Partei vertritt, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als miteinander streitet. Du sagst, der Babler kriegt der Fürchterliche auf den Deckel, und der Mehammer rettet sich in den Ring zum Duell gegen Kickl zurück. Ich halte es für möglich, naja, für die Nationalratswahl, ist für die ÖVP ist ja trotzdem kein Ruhmesblatt, wenn er Ehrenwert der Zweiter wird mit 25%. Aber man muss schauen, woher die kommen. Die waren doch bei jeder Wahl Erster, EU-Wahl. Ja, 37. Und plötzlich jetzt nicht mehr Erster zu sein, ist ein Debakel. Also, man wird sehen, aber im Moment glaube ich, wenn man die Ränge anschaut, 2 und 3 hat die ÖVP die besseren Karten als der Babler, weil der Babler nicht auf die Füße kommt und weil er da irgendeinen Trip hat. Das heißt, der Nehammer ist wieder relativ gut unterwegs. Der hat sich zurückgefightet. Oder, weil du hast uns ja, so wie du uns jetzt angesagt hast, dass der Babler weg ist, hast uns ja mehrfach hier als Orakel von Delphi auch schon angesagt, dass der Nehammer auch nach der EU-Wahl weg sein wird. Das kann und statt ihm der Sebastian Kurz kommt. So ist es, vorausgesetzt, er überlebt den Freitag, was wir extra diskutieren werden. Es gibt ja in Wahrheit, wer fürchtet sich vor dem Freitag? Das ist einmal der Sebastian Kurz, der muss sich fürchten, weil, dass er nicht verurteilt wird. Und wer fürchtet sich noch viel mehr, ist der Herr Nehammer und seine Truppe. Denn wenn Sebastian Kurz freigesprochen wird am Freitag, ist er Geschichte. Das ist doch bitte das. Der Nehammer ist Geschichte, ja, wenn der Kurz freigesprochen wird. Dass der Sebastian Kurz schon parallel jetzt zu seinem Verfahren sein Comeback einläutet. Das riechst du. Na selbstverständlich. Das da irgendwo ist das in der Luft oder wo riechst du das? Man spürt das doch als Beobachter. Ja. Und er macht es. Jetzt erlaubt es mir diese Bemerkung, er macht es echt gut. Er macht es nicht schlecht. Der Kurz macht es gut, ja, oder sein, mehr? Ja, sein Comeback, nämlich weißt du, was er gemacht hat, das hat mich schon fasziniert. Und da hat er auch bei mir eine gewisse Meinungsänderung, ist interessant, erwirkt. Denn es war schon ein beachtliches Interview, das er da gegeben hat. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr Nehammer hat im Moment den Horrortrip, dass er den Kickl verteufelt, ihn sogar als Rechtsextremisten, was wir da schon öfter kritisiert haben, weil er ist kein Rechtsextremist. Okay, der Nehammer verteufelt, dämonisiert Herbert Kickl und sagt, niemals mit Herbert Kickl, kommt nicht in Frage. Dann setzt sich der Herr Kurz in ein Interview ein und sagt auf die Frage, Herr Kurz, was sagen Sie, wenn der Kickl Bundeskanzler wird? Dann sagt er Kurz drauf geschossen, ohne nachzudenken, das ist Demokratie. Ein wunderbarer Satz. Hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Ein toller Satz, nur was bedeutet er? Die Kampfansage an diese Loser-Linie des Herrn Nehammer, weil der genau weiß, das funktioniert nicht. Du kannst nicht den Primus Inter Pares, der in allen Umfragen Nummer 1 ist, irgendwo zwischen 28 und 32%, so abkanzeln, so niedermachen und so ausschließen, wie das der Herr Nehammer tut. Und der Kurz hat das gerochen und hat gesagt,
Ich mache das nicht, ich verteufel den nicht. Über das reden wir noch am Schluss der Sendung dann. Das ist der entscheidende Punkt, den wir am Schluss noch haben. Zuerst aber Josef, sonst trinkst du deinen Kaffee dann noch aus in der Zwischenzeit. Was sagt der Kurz? Der Kurz sagt, um ins Spiel zu kommen, muss ich anknüpfen an die Koalition, die ich damals mit den Freiheitlichen gemacht habe. Ja. Das hat er auch getan. Legitim. Und Demokratie. Ja, er kann ja sagen, was er will, und er kann koalieren, mit wem er will. Er braucht nur halt ein Wählervotum dafür. Und er sagt, also eigentlich sagt er, und dann mache ich weiter mit der ÖVP, FPÖ, und ich gehe davon aus, wenn ich kandidiere als nur Sebastian mit dem Justizminister. Jedenfalls, kein grüner Justizminister. Jedenfalls, ich wäre wieder dann Kanzler. Ich gehe davon aus, dass ich wieder Erster wäre, kriege wieder den Teil der Wähler, die zur FPÖ gegangen sind und wieder zurückkommen. Tauscht den Innenminister gegen einen Justizminister? Naja, das wird ja frei. Ja, wenn ich eine neue Koalition mache und die Grünen alle nicht drin sind, kann ich diese Posten alle neu besetzen. Und dann wird er dort irgendjemanden hinsetzen, der halt nicht so ausschaut wie die Alma Sadic. Und wird dann versuchen, also wieder zurückzukommen. Und das glaube ich schon, dass das der Plan ist. Und das macht es ja für den Richter so schwer. Denn der Richter am Freitag ist natürlich irgendwo auch ein politischer Richter. Also er ist ja nicht nur Justizvertreter und muss sozusagen so er machen. Natürlich, er entscheidet über das Comeback von Sebastian Kurz. So ist es. Er entscheidet über das Comeback von Sebastian Kurz. Er entscheidet wahrscheinlich mit für die Weiterentwicklung in Österreich, wer künftig in der Regierung sein wird, ob es wieder schwarz-blau gehen wird. Er hat so eine Latte an Dingen, die er mit zu entscheiden hat. Und das alles über die Frage, war ich involviert in Postenbesetzungen oder habe ich mitentschieden? Du musst dir mal vorstellen, dieser eine Satz. Aber Einspruch, hat der Ansatz ist geschichtsträchtig. Einspruch, euer Ehren. Normalerweise dürfte das ein Richter, dürfte das keine Entscheidungsgrundlage sein. Ja, natürlich, aber ich habe gesagt, was spielt sie im Kopf? Wir sind eine kommentierende Runde. Und was spielt sich im Schädel ab? Es gilt natürlich, wie immer, alle Varianten der Unschuldsvermutung, ich unterstelle dem Richter gar nichts, aber es könnte sein, dass das ein bisschen so wovon träumt macht. Am Tag vor der Urteilung. Ja, summ. Und dann kommt halt möglicherweise das raus. So, das ist das eine, der Nehammer. Das heißt, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass du glaubst, dass der Kurz zurückkommt und der Nehammer nach der EU-Wahl Geschichte ist? Oder das könnte was sollen denn sein? Jetzt sage ich dir noch was, ich mache es noch komplizierter. Es könnte sein, dass diese EU-Wahl, obwohl sich der Lobatka bemüht und ein wirklich begabter, noch immer junger Politiker ist, aber es könnte sein... Er war ein Freund von dir, vis-à-vis. So ist es. Wir sind gemeinsam Marathon gelaufen. So. Und jetzt sage ich dir, wenn der Nehammer das sieht und es geht schlecht aus am EU-Wahltag, dann ist einmal der Nehammer-Geschichte. Und dann gibt es aber eine Fraktion in der ÖVP, die sagt, na, wir wollen aber den Kurz nicht wieder zurückhaben. Jetzt kommt wieder der Magnus Brunner. Gewonnen! Also, kriegst du das jetzt von mir einen Euro? Jetzt war er eine Zeit lang nicht da, aber das habe ich nicht vergessen. Der mittlerweile wieder mit dem Auto fahren darf. Ja, bist du froh, dass man den Magnus Brunner wieder im Gespräch hat? Ja, aber schau, ich meine, als Kommentator, der objektiv sein will, muss ich, auch wenn es mir nicht passt, ich bin kein Fan von dem, ja. Aber ich weiß, dass da... Du kannst dann am Freitag, wir sehen uns ja am Freitag wieder, meine Damen und Herren, du kannst dann am Freitag, am Abend, wenn der Kurz verurteilt wird, sagen, jetzt ist die Stunde von Magnus Brunner gekommen. Ja, bei der wird. Was machst du, wenn der Kurz einen Freispruch kriegt? Was machst du dann? Dann geht der Magnus Brunner Schmäh nicht so gut ein. Aber dann muss der Magnus Brunner machen, was er macht. Weil dann, wenn der Kurz wirklich zurückkommt, dann kommt der Brunner nicht. Dann muss der Brunner schauen, dass er überhaupt bleibt. Ja? Weil der ist der Finanzminister. Also der wird sich überhaupt hassfärben. Das heißt, verschiedene Schicksale an diesem schicksalhaften Freitag entscheiden sich in diesem Richterspruch. Ich bin schon ganz aufgeregt. Du hängst aber die Latten hoch für den armen Richter. Ja. Ich glaube, dass der ganz anders denkt. Der denkt sich, ich habe da ein Urteil, das wird sowieso nicht bekämpft. Das ist ja kein rechtskräftiges Urteil. Was ich, egal, ob man freispricht oder verurteilt, es geht in die nächste Instanz. Deshalb geht er auf Option 3, Freispruch wegen... Wie heißt das genau? Aussagenotstand. Aussagenotstand. Ja, das werden wir sehen. Warten wir es ab. Kann sein, ja. Das wäre das Gescheiteste, wenn damit am ersten durch die Berufung. Ja, der Richter kann auch sagen, lass mich in Ruhe, das soll das der Ober- oder die nächste Instanz entscheiden. Und aber den Richtern darf ich das nur sagen, wir kennen mittlerweile auch noch Richter, denen ist das völlig wurscht. Wenn die Verfahren fertig ist, ist es ihnen egal, ob das in der zweiten Instanz wieder kommen wird oder nicht. In dem Fall nicht ganz, weil das schon sehr prominent. Ja, das sind schon so die gesottenen Richter, denen ist ein Ehrgefühl. Du sagst, spricht, der Nehammer, den hast du abgeschrieben. Den Nehammer habe ich auch. Den gibst du kein Comeback, obwohl er sich so bemüht. Ja, außer, schau, wenn sie mich fragen würden,
Was ist, wenn der 25% schafft? Ja, ich sag dir was, wenn die ÖVP zu mir kommt und sagt, du, pass auf, du bist der Präsident im Institut für Schlangenrat, was hast du für einen Schlangenrat für die ÖVP? Dann sage ich, nee, haben wir lassen, nee, haben wir lassen, unbedingt. Nee, haben wir lassen, und zwar bis zum Nationalratswahltermin. Ja. Und ich glaube, dass er ein guter Oppositionspolitiker auch wäre. Ja. Näher mal lassen. Ja. Und damit, ich mache es auch umsonst. Ist die ÖVP mache es umsonst. Damit ist die Partei tot und dein Babler gerettet. Na, ja. Ich sag nicht du immer, bist ja der Meinung, dass der Babler Zweiter wird und dann Näher mal Dritter bei der EU-Wahl. Oder bist du auch schon der Meinung, dass der Babler Dritter wird? Es könnte so sein, ja. Aber es gibt keine Garantie. Könnte. Schau, wenn ich jetzt heute sage, Leute, ist eh schon alles gelaufen, sagst du auch manchmal bei den Umfragen. Ja, sagt das ist alles gelaufen. Wenn ich das sage, wenn ich das sage. Ja, das ist alles gelaufen, jetzt bist du dritt, hast du heute gesagt. Bei der EU-Wahl. Ja, bei der EU-Wahl. Ach so, ja. Nein, aber du sagst auch, man soll sich nicht auf die Umfang verlassen, wenn sie gut sind, sondern man soll, ja genau. Er sagt, er riecht es auch. Aufs Gespür. Er riecht. Spürt es. Ja, komischerweise, ich rieche es aber auch schon ein bisschen. Gut. Irgendwas ist da. Du riechst auch den Absturz des Babler oder den Aufstieg des Babler? Den Absturz des Nehammer. Den Absturz, den riechst du. Schon mal. Aber wie? Und dann riechst du den Brunner. Ja, nach wie vor. Ja, die Magnus-Duftmarke. Ja, aber nicht sehr stark, weil das kommt bis aus Vorarlberg her, da ist schon abgeschwächt. So, und du bist der Meinung, der Kurz ist coming und der Babler ist going. Und Schlussfrage, wer kommt schon den Babler? Meinst du schon der Herrgowich aus Niederösterreich. Echt, wahr? Na, das ist aber eine Bombengranate für den kommenden Wahlkampf. Oder bist du auch begeistert? Ich glaube, dass die Diskussion sich nicht stellen wird, weil der hartnäckiger ist, als man glaubt, der Babler, und der will einfach bleiben und gewinnen. Also alle bleiben, der Nehammer bleibt, der Babler bleibt. Einer bleibt ganz sicher, das ist der Herbert Kickl. Weil da gibt es keine Diskussion. Gut. So, das war's für heute. Wir schicken Sie ins Bett, wenn wir das dürfen, und wollen darauf aufmerksam machen, dass Sie Freitag ganz stark sein müssen und auch schon früh da sein müssen. Wir fangen am Freitag um 8 Uhr an mit einer Live-Übertragung dieses Kurzprozesses. Unsere Reporter werden da ein- und aushuschen und Ihnen permanent sagen, wie es da drinnen weitergeht und zugeht. Wann wir zum Urteil kommen, etc. Und dann als Höhepunkt des Tages, wie immer, Sie erinnern sich an unsere legendären Nationalratswahlen und sonstigen Wahlgeschichten, Tirolwahl zum Beispiel, um 20 Uhr treten dann Peter Westenthaler und Josef Czap in die Arena und ziehen ihr Schlussfazit. Diesmal ist ja auch Karl schon früher da, habe ich gesehen auf meinem Regiezettel. Das heißt, ihr seid ungestört. Und wenn Sie wirklich der Meinung sind, Sie brauchen eine Überdosis von den zwei Herrschaften, die wir derzeit ja eh jeden Tag haben, morgen sind die schon wieder da und analysieren das aktuelle Wahlbarometer von Professor Beutelmeier, heißt er übrigens nicht, Heinzelmeier, Beutelmeier, der uns das morgen präsentieren wird. Und da warten wir mit Spannung auf das ÖVP-Ergebnis, aber auch auf das SPÖ-Ergebnis. Und auf die Frage, ist Kickl jetzt endlich bei 30%, damit der Westenthaler Ruhe gibt? Es könnte ja sein, dass die Beförderung des Westenthalers zum ORF-Stiftungsrat den Kickl an derartigen Umfrageturbo gibt, dass der jetzt endlich bei 30%, oder? Wäre leicht möglich. So, das war's für heute. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Hoffentlich haben wir morgen wieder eine Quote, dass der Westenthaler wieder vor Begeisterung durchs Dach geht in den Social Medias. In diesem Fall danke. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 21 Uhr mit der Umfrage und dann mit der Wahlbarometeranalyse und am Freitag dann um 20 Uhr mit der Analyse des Kurzurteils durch diese beiden Herren.